Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, die fünf besten Trading- und Investmentstrategien vom Portfolio Manager. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Heute eine Premiere bei uns. Es ist die erste Veranstaltung bzw. das erste Webinar mit André Stagge. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Bevor wir tatsächlich an den André jetzt den Bildschirm übergeben, müssen wir natürlich obligatorisch einmal den Risikohinweis zur Kenntnis nehmen und auch lesen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Alles, was heute gesagt wird, darf nicht als Empfehlung verstanden werden. Wie immer ganz wichtig. Okay, ich hatte es schon angedeutet und begrüße dann auch nochmal offiziell André Stagge heute hier. Schön, dass du die Zeit und Lust gefunden hast, mit uns hier das Webinar zu veranstalten. Bin wirklich sehr gespannt und freue mich auf deine Ausführungen und würde jetzt auch den Bildschirm übergeben. Perfekt. Bildschirm ist zu sehen. Wunderbar, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderbaren, schönen guten Abend. Viele Grüße hier aus Frankfurt am Main, aus Manhattan. Und ich freue mich, das Webinar heute zusammen mit FX Flat geben zu dürfen. Wie gesagt, eine Premiere. Und etwas ganz Besonderes, denn ich werde euch heute die fünf besten Trading-Strategien vom Portfolio Manager vorstellen. Und ihr merkt schon, ich bin so frech und sage einfach du. Das mache ich immer so bei Ausbildungsvideos. Wenn es euch passt, können wir uns gerne danach wieder sitzen. Aber ich finde es schöner, in der Ausbildung oder auch im Coaching einfach das vertrauensvolle Du zu nehmen, weil sich Dinge dann besser im Unterbewusstsein auch verankern und dadurch vielleicht der Lerneffekt auch ein bisschen größer ist. Ist immer bei so einem Webinar relativ schwer, jetzt hier bei den guten Temperaturen aufmerksam zu sein. Aber ich kann euch versprechen, es wird sich heute lohnen. Ich werde euch fünf ganz konkrete Handelsstrategien vorstellen. Strategien, denen ich mehrere Millionen Euro an der Börse verdient habe. Und ja, ihr habt richtig gehört, damit mehrere Millionen Euro verdient. Leider nicht für mich privat, sondern eben in meiner Zeit als Fondsmanager für Anleger. Das sind sehr einfache Strategien und nichtsdestotrotz auch sehr wirkungsmächtige Strategien. Die werde ich euch vorstellen. Und alles ist unter dem Hintergrund zu sehen, dass ich euch so ein bisschen in die Richtung eines Fondsmanagers ausbilden möchte. Ich möchte euch so ein bisschen verraten, wie das große Geld am Markt agiert, wie ihr auch davon entsprechend profitieren könnt und welche Dinge, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, die vielleicht auch nicht so stark im Retail-Segment ausgebildet werden, mit ganz einfachen Dingen zum Erfolg führen. Und was meint dabei für mich Erfolg an der Börse? Das sind immer drei Dinge, die ich mir immer vor Augen führe, wenn ich Erfolg an der Börse haben möchte. Das eine ist eine hohe Rendite, da sind wir uns, glaube ich, alle sehr schnell einig. Das andere ist aber auch, und das ist für jeden Portfoliomanager extrem wichtig, ein geringes Risiko. Und der dritte Fakt, das ist gerade im Coaching immer ein sehr großes Thema, oder wenn ihr dann auch mehrere Stunden am Tag vor dem Rechner seid und durch Daytrading macht, oder wenn ihr institutionell in dem Bereich arbeitet, dann 8, 9, 10 Stunden vor Bloomberg veräußert, dann wisst ihr auch, dass neben hohem Ertrag und geringem Risiko auch die Komponente Stress sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, heute zum Börsenerfolg, heute geht es um fünf ganz konkrete Trading-Strategien, die ich euch zeigen werde, mit vielen Beispielen, mit vielen Erklärungen. Und es geht immer darum, hohe Erträge zu machen, mit wenig Risiko und möglichst auch mit wenig Stress. Und damit lade ich euch ein, die nächsten 60 Minuten hoffentlich gespannt zuzuhören. Und wie gesagt, ich kann euch versprechen, es wird sich lohnen. Ihr habt jetzt gleich die Quintessenz aus 22 Jahren Börsenerfolg, beziehungsweise aus 22 Jahren Börsenerfahrung, da ist natürlich nicht alles erfolgreich. Habe das auch einen langen, schmerzhaften Weg gehen müssen, habe sehr viel auch am Markt eingezahlt, aber in den letzten Jahren läuft es sehr, sehr gut und werde euch dann eben auch ganz konkret sagen, wie ihr es schafft, am Markt erfolgreich zu sein. André? Nelson? Ja. Ja, sorry, dass ich unterbreche. Der Ton ist leider nicht stabil. Zumindest kommt das auch bei mir so an und ein Teilnehmer hat das auch bestätigt. Hast du Okay, dann da? schiebe ich es auf die Folie von eben, weil sie animiert war. Ich hoffe, jetzt ist es einfach besser und vielleicht rede ich auch ein bisschen langsamer und dann versteht ihr mich gut und dann ist die Leitung hoffentlich auch stabil. Okay, sehr gut. Ja, und bevor es zu dem universellen Gesetz für Börsenerfolg kommt, vielleicht noch ein bisschen was in eigener Sache, damit ihr wisst,
wer heute das Webinar für euch halten darf und wer netterweise auch von FXLED hier eingeladen wurde. Wie gesagt, mein Name ist André Stagge. Ich habe sehr früh angefangen, mich für das Thema Börse zu interessieren. Habe bereits 1996 meine allerersten Aktien gekauft. Und nein, es war nicht die Telekom, sondern tatsächlich damals die Mannesmann-Aktie, was auch sehr gut war, weil mich das Thema natürlich dann sehr schnell fasziniert hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr als 13-jähriger Junge in die Bank mit euren Eltern geht und für euer ganzes Geld Mannesmann-Aktien kauft, damals noch für D-Mark-Beträge, und sich die Aktie innerhalb von 4 Jahren mehr als verfünffacht, das macht natürlich was mit euch, das löst etwas aus und dann kommt eben auch sehr schnell in dieses Thema emotionales Lernen rein. Und da wusste ich eben vor 22 Jahren, dass ich mit der Börse, an der Börse, mein Geld verdienen möchte. Habe sehr viel gemacht in dem Bereich, sehr viel gelernt, sehr viel studiert, habe dann eben alles im Studium irgendwo zu diesen Themen Börse, Kapitalmarkt belegt. Bin eben 2007 zur Union Investment gekommen, dem zweitgrößten Fondsanbieter hier in Deutschland, verwaltet mittlerweile 320 Milliarden Euro und durfte dann relativ schnell auch Verantwortung übernehmen im Overlay-Management. Das bedeutet, dass ich eben für andere Fonds völlig autonome Aktien, Renten, Währungen, Optionen, Futures traden durfte, teilweise auch schon in meinen ersten Jahren mit Millionen Budgets. Also da ging es schon ganz schön zur Sache und es klingt immer so toll, naja, der hat jetzt hier 1 Million Euro an der Börse gewonnen. Aber wenn ihr eben wisst, dass solche Fonds auch Milliarden schwer sind, dann ist 1 Million in Anführungszeichen eben auch nur 10 Basispunkte. Nichtsdestotrotz, da werden natürlich ganz schöne Summen bewegt. Und es hat natürlich auch einen gewissen Ausstrahleffekt auf die Märkte und natürlich dann auch nochmal eine andere Lernkurve, als wenn ihr jetzt nur privat tradet, wenn ihr da mal wirklich hinter die Kulissen gucken dürft. Und ich habe das 10 Jahre gemacht, habe verschiedene Fonds auch gemanagt. Am Ende waren es über 2,5 Milliarden, die ich da verwalten durfte in 4 Fonds. Habe über 500 Millionen Euro, wohlgemerkt nach Kosten für meine Anleger in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet. Habe da auch ein sehr gutes Gehalt und einen sehr guten Bonus für bekommen. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz, nach 11 Jahren habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, einfach mich selbstständig zu machen, weil ich finanziell frei bin, weil ich eben diese Dinge, die ich euch heute beibringe, auch für mich umsetze und weil ich dann eben auch so ein bisschen raus aus dem Thema Regulierung, Stress und ja so Vorschriften wollte und einfach rein in das Thema Ausbildung und auch noch ehrlicher mit Leuten über die Themen sprechen, weil das wisst ihr auch, wenn ihr einen Fondsmanager trefft, der darf natürlich nicht die Dinge euch erzählen, die er vielleicht weiß und gerne euch erzählen möchte, weil er einfach an bestimmte Regeln gebunden ist, weil er bestimmten Konstrukten unterliegt, weil er natürlich auch seinen Job nicht verlieren will. Und das habe ich jetzt nicht mehr zum Glück und das werdet ihr heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Seminar oder im Webinar auch merken, denn ich kann euch da jetzt ganz ehrlich und ganz ungeschminkt meine Meinung auch zu den Finanzmärkten geben und kann euch eben auch auf genau die Dinge hinweisen, die der private Investor für sich nutzen kann, wenn er schnell ist und eben ganz legal den Fonds hier auch ein Stück weit ein Schnäppchen schlagen kann. Ich bin seit 4 Jahren auch Dozent zu verschiedenen Themen, Portfolio-Management, Finanzmatte, Asset-Management, unter anderem auch hier in Frankfurt, in einer privaten Hochschule. Habe eine eigene Webseite www.andre-stagge.de. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere schon. Da könnt ihr all die Strategien, die ich heute vorstelle, auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und neben den 5 Strategien, die ich euch heute präsentiere, eher aus dem Trading-Segment, findet ihr auf der Webseite noch 23 oder 22 andere Strategien, die auch sehr, sehr gut sind, wo ihr eben auch eine Menge Input noch für euer eigenes Trading hoffentlich aufbauen könnt. Bin eben frei und selbstständig seit einigen Jahren. Und habe jetzt eben auch den Schritt gegangen, raus aus dem Angestellten, rein in den Unternehmer, rein eben in den Privatier und muss sagen, gerade bei dem Wetter in den letzten Monaten war ich da doch sehr, sehr glücklich. Ganz kurz, dass ihr die Fonds mal gesehen habt. Die Fonds, wie gesagt, sind große Fonds, die auch aus der Presse und auch in verschiedenen Preisen bekannt sind. Ich will jetzt nicht zu weit darauf eingehen. Ich will euch nur zeigen, nach Kosten sind die Fonds hier von links unten nach rechts oben gelaufen. Und das sind Daten, wo ich noch im Management war. Lustigerweise, nachdem ich die Fonds nicht mehr gemanagt habe, sind alle 4 Fonds tiefer. Und dementsprechend könnt ihr hier auch sehen, dass der Manager eben auch ein großes Stück der Performance ausmacht. Der Nelson fragt mich gerade noch, ist es okay, wenn zwischendurch Fragen kommen? Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich mache die ganze Sache für euch. Nutzt gerne die Zeit, nutzt die Chatfunktion, schreibt mich gerne an. Wir können Fragen dann gerne stellen, wenn es zu viel wird. Lieber Nelson, kannst du es vielleicht moderieren, aber ich denke, die ein oder andere Frage, die können wir sehr gut unterbringen. Und dann hatte ich euch ja versprochen, das universelle Geheimnis von Börsenerfolg preiszugeben und das werde ich jetzt auch tun. Es ist relativ einfach und es ist eben auch gar nicht so besonders und vielleicht kennt ihr es auch schon, denn wenn ihr wirklich an der Börse erfolgreich sein wollt, wenn ihr wirklich hohe Erträge mit wenig Risiko und wenig Stress haben möchtet, braucht ihr nur 2 Dinge. Und nein, es sind keine Palmen und ihr braucht auch keinen Strand. Das ist das Resultat, was ihr dann habt, wenn ihr das Erfolgsgeheimnis kennt. Und was ist es jetzt? Wie gesagt, sehr einfach. Ihr braucht 2 Dinge. Ihr braucht gute, funktionierende Handelsstrategien. Also einfach Dinge, die am Markt nachweislich und kausal funktionieren.
gute Handelsstrategien. Wie gesagt, 5 stelle ich euch heute vor. 23 mehr findet ihr auf meiner Webseite. Und ihr müsst als zweites in der Lage sein, diese Strategien umzusetzen. Und ich für mich habe die Erfahrung gemacht, in den ersten 10 Jahren von 96 bis 2006 habe ich immer so ein bisschen nach diesen Handelsstrategien gesucht, war nie so wirklich zufrieden, habe immer den heiligen Gral gesucht und ihn nie so richtig gefunden, bis ich dann irgendwann erkannt habe, naja, die Strategien, die ich hatte, waren eigentlich gar nicht so verkehrt, sondern neben den Strategien muss ich die Dinge auch anwenden. Und das war dann der zweite Schritt. Und als ich den Anwendungsschritt konsequent gegangen bin, als ich diese Strategien, die ich dann hatte und natürlich in den Jahren immer noch weiter perfektioniert habe für meine Fonds oder jetzt für mein eigenes Trading und Investment, habe ich dann eben sehr schöne Erfolge erzielen können. Die ersten 10 Jahre waren da sehr hart, weil ich eben den falschen Vorbildern hinterhergelaufen bin, den falschen Erwartungen. Aber die letzten Jahre waren sehr, sehr gut, deswegen auch die über 500 Millionen Euro Gewinn für meine Kunden, deswegen eben auch dieser mutige Schritt in die Selbstständigkeit als Privatier, wo ich mich absolut wohl und zufrieden fühle. Und was braucht ihr? Braucht also für Erfolg Börsenstrategien, die funktionieren. 5 zeige ich euch und ihr müsst in der Lage sein, die umzusetzen. Und dann ist immer so die Frage, naja, was ist jetzt eine gute Strategie? Vielleicht habt ihr ja auch schon Strategien, vielleicht seid ihr zufrieden mit euren eigenen Strategien, vielleicht aber auch nicht. Und ich zeige euch hier einfach mal ein Handelssystem. Das ist ein relativ leichtes System von 2004 bis 2014, also über 10 Jahre, habt ihr hier den S&P 500 getradet, also den amerikanischen Aktienmarkt. Und ihr habt eine sehr, sehr schöne Equity Curve. Die geht von links unten nach rechts oben. Und jeder von euch, der sich mit Handelssystemen und Strategien ein bisschen auskennt, der wird relativ schnell sagen, Mensch, das ist doch eine gute Strategie, oder? Das macht Sinn, der Graph geht nach oben. Hey, das ist eine geile Strategie. Und solche Dinge werden häufig im Internet angeboten. Ihr kennt es vielleicht unter dem Stichwort Grid-Systeme oder die sogenannten Martingalen-Handelssysteme, wo ihr halt immer bei Verlierern verdoppelt. Und das ist eben das eine. Ich will eine schöne Equity-Curve sehen. Also ich will auch sehen, dass so eine Strategie in der Vergangenheit gut performt hat. Aber das reicht mir nicht. Und das sollte euch auch nicht reichen. Sondern ihr solltet immer, und das ist ein ganz großer Hinweis auch, den ich die letzten Jahre sehr hart mit sehr viel Geld lernen und bezahlen musste, ihr solltet immer fragen, warum? Warum funktioniert diese Strategie? Und das, was ich hier gemacht habe mit dieser Strategie, ist Folgendes. Und mit diesem System, ich habe euch ein Stück weit reingelegt. Denn ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation gemacht. Und wie gesagt, für diejenigen, die sich im Portfolio-Management noch nicht so auskennen, das ist nichts anderes als 200 Mal auf Zufall setzen. Ich habe 2 Parameter reingegeben in die Monte-Carlo-Simulation. Ich habe einen Erwartungswert μ von 0 reingegeben und ein Sigma von 15%. Bedeutet zu gut Deutsch, ich habe eine Handelsstrategie, die keinen Vorteil hat, aber 15% Risiko. Also ihr handelt hier eine Strategie ohne Vorteil mit 15% Risiko. Bedeutet also, wenn ihr diese Strategie unendlich oft handelt, wie viel Gewinn habt ihr gemacht? 0. Ihr habt nichts gewonnen. Aber es gibt halt Ausprägungen, die einfach durch den Zufall geprägt sind, wie zum Beispiel diese rote Grafik hier ganz oben, wo ihr eben auf einmal ein sehr gutes Ergebnis habt und wo man jetzt unterstellen könnte, Mensch, diese Handelsstrategie, dieser Graph, der ist doch wirklich perfekt. Den muss ich unbedingt handeln, weil das eben der heilige Gral ist. Aber wenn ihr diese Grafik seht und das aber wisst, dass ich ja einfach nur den Zufall spielen lassen habe, erkennt ihr eben schnell, was neben dem eigentlichen guten Graphen wichtig ist. Das ist eben auch, dass hier eine entsprechende Kausalität vorliegt, dass es also auch eine Begründung, also ein Warum hinter dieser Strategie gibt. Und deswegen zeige ich euch jetzt nicht die Grafiken, die von links unten nach rechts oben ohne Drawdown laufen, also ohne Rücksetzer, sondern ich möchte euch 5 Handelsstrategien zeigen, die auf bestimmten Ideen beruhen, Ideen, die ich logisch nachvollziehen kann, die ich immer wieder in meinem Arbeitsalltag als Portfolio-Manager auch erlebt habe, Ideen, die ihr eben auch selber ganz einfach und transparent umsetzen könnt und die eben nicht auf dem Zufall beruhen, so wie jetzt hier diese Monte-Carlo-Simulation, wo eben das beste Resultat auf einmal hier so ein Graph war und der Durchschnitt aber einfach nur Zufall war. Und das seht ihr vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen finanzmathematisch geschult seid. Was ihr hier am Ende habt, ist die Normalverteilung. Und ihr seht eben, dass der Erwartungswert hier bei 0 liegt. Das heißt, hier also kein Vorteil für euch generierbar. Ich zeige euch jetzt Strategien, wo ich euch begründen möchte, warum etwas funktioniert und danach euch erst zeige, wie der Backtest war und dass eben die Resultate auch sehr, sehr gut waren. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr tiefer reingehen wollt, wenn es zu schnell ist, sagt mir bitte Bescheid. Und ich fange an mit einer wunderbaren Studie. Eine Studie, die momentan sehr präsent ist, weil ja durch das ganze ESMA und Regulierungsthema ab August die Broker ja immer wieder darauf hinweisen müssen, wie viel Erfolgsquote die einzelnen Kunden haben. Und das kann man eben sehr schön sehen auf den Webseiten, egal wie der Broker heißt.
In der Regel ist es eben so, dass die Erfolgsquote deutlich unter 50% ist. Das ist global so. Und was ich euch zeige hier, ist eine Studie von der französischen BaFin. Bitte nicht erschrecken, das ist die Folie mit dem meisten Text. Aber ich finde es mal entspannt, da mal reinzugucken, weil was jetzt hier die französische BaFin gemacht hat, und ich spreche es nicht aus, weil mein Französisch wirklich beschissen ist, zu gut Deutsch. Was hat die französische BaFin gemacht? Die hat über 4 Jahre hinweg knapp 15.000 aktive Trader im CFD-Bereich und im Forex-Bereich untersucht. Und sie hat herausgefunden, dass diese 15.000 Trader tatsächlich zu 89% Geld verlieren. Und das sage ich euch jetzt nicht, dass ihr mit Trading aufhört, sondern das sage ich euch deswegen, dass ihr eben das besser macht als die Franzosen, denn die Dinge, die die Franzosen falsch machen, sind relativ einfach und den meisten von euch wahrscheinlich auch bekannt. Der klassische Fehler hier dieser 15.000 Trader aus Frankreich ist, die Leute traden zu schnell, zu viel und zu groß. Und das Hauptproblem ist natürlich, die Trader aus Frankreich sind nicht ausgebildet. Die nutzen eben diesen schönen Mittwochabend bei Sonnenschein, liegen im Freibad oder machen irgendwie Sport oder was anderes und sind eben nicht bereit, ihre wertvolle Zeit, so wie ihr, hier in die Ausbildung zu investieren, um sich eben die richtigen Informationen zu beschaffen, wie ihr es nachhaltig und dauerhaft an der Börse auch schafft, profitabel und erfolgreich zu sein. Und wenn wir jetzt wissen, dass diese Idee der privaten Trader so ist, dass sie verlieren, und viel wichtiger noch, wenn wir auch wissen, und das ist der letzte Satz dieser entsprechenden Studie, dass es keine Lernkurve gibt. Bedeutet also zu gut Deutsch, die Trader in Frankreich traden 4 Jahre lang, machen jedes Jahr Verlust in Summe fast 11.000 Euro. Ist auch eine erschreckende Zahl, fast 11.000 Euro. Fast 11.000 Euro werden hier durch die privaten Trader verloren. Und trotzdem lernen sie nichts dazu. Das ist doch Wahnsinn, oder? Könnt ihr euch vorstellen, 4 Jahre lang den Führerschein zu machen und immer noch nicht Auto fahren zu können? Könnt ihr euch vorstellen, 4 Jahre auf dem Tennisplatz zu stehen, einfach nur Bälle ohne einen Trainer oder einen Coach zu schlagen? Und dann immer noch nicht erfolgreich zu sein oder 4 Jahre einfach auf Klavier einzuhacken, ohne sich das mal beibringen zu lassen. Also ich kann es nicht. Und ich muss aber ehrlich sagen, die Franzosen machen das regelmäßig. Deswegen der große Unterschied zwischen erfolgreichen und unerfolgreichen Tradern ist für mich am Ende nur eine einzige Sache und das ist die richtige Ausbildung. Das ist natürlich auch das Commitment, diese Dinge durchzuziehen. Und ihr wisst, die Ausbildung geht natürlich auch nicht in 60 Minuten und einem Webinar. Aber wer es nicht schafft, über 4 Jahre am Markt erfolgreich zu sein, für den ist Börse einfach ein Hobby und Hobbys kosten Geld. Und ich führe diese großen Verlustquoten immer darauf zurück, dass die Leute einfach nur spielen und zocken wollen und nicht dauerhaft an der Börse erfolgreich sein wollen, so wie es ja viele Jahre mit meinen Fonds auch entsprechend bewiesen habe. Aber ich sage euch das nicht, um euch jetzt irgendwie mies zu machen oder um euch jetzt die Stimmung zu versauen, sondern ich sage euch das, weil ihr euch ausbilden sollt. Das macht ihr ja gerade. Großes Lob an euch. Und ich sage das, um die erste Handelsstrategie vorzubereiten. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Idee mit, dass private Trader an der Börse konstant Geld verlieren. 89% verlieren Geld. Und wir nehmen mit, dass die privaten Trader keine Lernkurve haben. Und dann schauen wir uns ihn mal an. Da ist Albert Einstein. Da ist eine Frage bezüglich der durchschnittlichen Verluste. Gibt es auch eine Aussage zu den durchschnittlichen Kontoständen? Also beziehungsweise Kontogrößen? Genau, die gibt es. Vielen Dank. Und die Studie findet ihr auch bei mir auf der Webseite. Das sind 9 Seiten, die ihr sehr schnell und sehr schön lesen könnt. Es ist so, dass in der Regel 4.000 bis 5.000 Euro da tatsächlich nur angelegt sind, dass es relativ kleine Konten sind im Verhältnis zu dem, was Institutionelle bewegen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sehr viel groß, also auch bei den großen Konten diese gleichen Fehler passieren. Und das ist auch was Klassisches, was ich im Coaching immer gerne erlebe. Die Leute, die mir sagen, ja, wenn ich ein großes Konto habe, trade ich besser. Das kann ich so nicht bestätigen. Also wenn ihr mit einem kleinen Konto nicht erfolgreich seid, seid ihr in der Regel auch nicht mit einem großen Konto erfolgreich. Lieber Nelson, ich danke dir fürs Moderieren. Sehr gerne mit den Fragen einfach reinstellen. Dann wird es ein bisschen interaktiver. Ich sehe die Fragen leider hier nur sehr klein im Chatfenster. Also da bitte Fragen. Wie gesagt, die Studie findet ihr bei mir auf der Webseite. In der Regel sind die Konten relativ klein, im Durchschnitt 4.000 bis 5.000 Euro. Und diejenigen, die dann doch 100, 200 oder 500.000 Euro haben, die verlieren eben genauso viel. Und in der Regel dann eben sogar noch ein bisschen schneller, weil sie noch emotionaler sind, weil sie einfach nicht nur 500 oder 1.000 Euro verlieren, sondern weil sie dann 100, 200 oder 500.000 verlieren. Und dazu kommt es eben, dass das durchschnittliche Konto zwar geringer ist als diese 10.000 Euro, die verloren wurden, aber eben der Gesamtverlust doch so groß ist, weil eben die großen Konten auch verlieren. Super Frage, vielen Dank.
So, kommen wir zu ihm, Albert Einstein. Was hat Albert Einstein gesagt? Er hat gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu machen und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Und das ist ein sehr verbreitetes Phänomen im Trading-Markt, gerade bei Anfängern, also bei Leuten, die sich nicht ausbilden, die einfach immer wieder probieren, am Markt mit technischer Analyse oder ihrem Bauchgefühl zu bestehen, sich überhaupt nicht reflektiert, die Märkte aussuchen. Es ist ganz was anderes, wenn ihr einzelne Aktien tradet oder ob ihr den DAX tradet oder Euro-Dollar an 5-Minuten-Chart. Das sind ganz andere Dinge, die ihr da beachten müsst. Das sind ganz andere Player, gegen die ihr antretet. Und wenn ihr euch da eben nicht reflektiert, überlegt, was ihr da eigentlich macht und vor allen Dingen auch, warum ihr das macht, also wenn ihr euch euer Ziel nicht überlegt, wird es extrem schwer. Und deswegen lade ich jeden ein, der bei mir in der Ausbildung ist oder auch im Coaching, wenn ihr die Ergebnisse habt und mit den Ergebnissen nicht zufrieden seid, wie es die Franzosen wahrscheinlich sind, weil eben 89% der Franzosen verlieren, zu schnell, zu viel, zu groß, dann überlegt euch vielleicht, euch hier an Albert Einstein zu erinnern und zu sagen, hey, ich mache mal etwas anders. Und das möchte ich euch anbieten mit den Strategien. Das sind 5 komplett unkonventionelle Strategien, die ihr so vielleicht auch noch nicht gesehen habt und wo ich einfach sage, hey, mit diesen Ideen biete ich euch an, einfach etwas anders zu tun. Und die erste Strategie ist super einfach. Die nennt sich FX Fool. Und Fool bedeutet im Englischen so viel wie Dummkopf. Und es ist ein bisschen gemein, was ich jetzt sage, aber das ist eine Strategie, die habe ich in den letzten 6 Jahren sehr erfolgreich für meine Fonds und auch fürs FX Overlay umgesetzt. Was macht diese Strategie? Die Strategie guckt sich an mit der Idee, dass 89% aller privaten Investoren am Forex-Markt Geld verlieren. Guckt sich einfach an, naja, wie sind denn die Privaten am Forex-Markt tatsächlich investiert? Und es gibt eine schöne Seite, die zeige ich euch nachher noch live, beziehungsweise bilde ich die auch sehr stark in meiner Ausbildung ein. Die könnt ihr real-time einsehen. Und ihr könnt euch das für verschiedene Währungspaare hier angucken. Die 13.000 Trader aus Asien hauptsächlich, ist auch sehr spannend, weil das ist natürlich eine Mentalität, wo noch mehr rumgezockt wird als in Frankreich, wo noch mehr Geld verbrannt wird als in Frankreich und in Deutschland, wo eben 13.000 reale Trader ihre Konten quasi offenlegen und ihr mit 20 Minuten Time Delay, also fast Realtime, in diese Konten reingucken könnt. Und das ist mega spannend. Das ist eine Information, die ist unglaublich viel Geld wert. Und wie gesagt, mit der Information habe ich in meinen Fonds auch viele Millionen Euro gewonnen. Und das ist eine Strategie, die ich regelmäßig auch trade. Was seht ihr jetzt bei dieser Grafik? Ihr seht hier orange Flächen. Und diese orangen Flächen bedeuten, so wie es auch hier steht, wenn die privaten Investoren short sind, orange Fläche, also sind hier, wenn die privaten Investoren auf einen fallenden Euro-Dollar setzen, haben wir also die orange Fläche, dann ist die Fläche orange. Und wenn die Fläche blau ist, also wenn wir hier in diesen Flächenbereichen sind, wenn die Privaten also auf einen steigenden Euro-Dollar setzen, dann ist die Fläche entsprechend blau. Also ihr seht, entweder sind die privaten Investoren long, blaue Fläche, hier und hier, oder die privaten Investoren sind short, orange Fläche. Und ihr seht in schwarz auch noch was sehr Spannendes. In schwarz seht ihr nämlich den Euro-Dollar Wechselkurs. Das ist jetzt über ein Jahr aus dem 2017. Also die Daten sind nicht ganz aktuell, aber hier fürs Zeigen erstmal relativ okay. Und ihr seht sehr schön an diesen roten Pfeilen, wenn jetzt tatsächlich der Euro-Dollar-Wechselkurs fällt, sind die Privaten long. Wenn der Euro-Dollar-Wechselkurs steigt, sind die Privaten short. Wenn der Euro-Dollar wieder fällt, also schwarze Linie, Euro-Dollar geht runter, bis auf 1,04, das war ja das Low im letzten Jahr, waren die Privaten tatsächlich wieder long. Und dann war es so ab April 2017, dass die privaten Investoren nur noch die orange Fläche hatten, also in ihren Portfolien keine Befragung, sondern tatsächlicher Schmerz, tatsächlich im Euro-Dollar Short war. Das heißt, eine Bewegung von 1,04 bis auf 1,24 wurde hier von den privaten Tradern aus Asien komplett auf der falschen Seite mitgenommen, wurde also komplett die Kohle verloren. Und für euch als clevere Investoren, als clevere Trader, wenn ihr diese Daten nutzt und regelmäßig in eure Analysen mit einbezieht oder in euer Trading, wenn ihr vielleicht technische Analyse macht, mit Volume Profile, mit anderen Indikatoren und Oszillatoren, könnt ihr das ja als unabhängigen, logischen Indikator einsetzen und sagen, hey, wenn die Privaten jetzt short den Euro-Dollar sind, möchte ich nur auf steigende Kurse setzen und ihr seht, Euro-Dollar geht von 1,04 auf 1,24. Das ist absolut eklatant. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Tool. Aber dann gehen wir mal weiter. Das könnte ja auch sein, könnte ja jetzt reines Glück gewesen sein. Wir gucken uns das mal weiter an mit aktuelleren Daten. Ich gebe euch hier ein kleines Update von September 2017 bis August 2018. Und ihr seht, zum ersten Mal nach 14 Monaten in diesem roten Kreis gab es auf einmal wieder einen Wechsel. Das heißt, die Privaten aus Asien
waren hier nicht mehr Short, also diese orange Fläche, Short-Positionierung ist auf die blaue Fläche gedreht. Die Privaten waren dann auf einmal Long. Und ihr seht, hier haben sie verkauft, das Euro-Dollar noch massiv angestiegen auf 1,24, bis dann hier tatsächlich dieses Top im Euro-Dollar ausgebildet war und die Kurse von 1,24 bis aktuell 1,16 gefallen sind. Die ganze Fläche war blau, das heißt, in diesem ganzen Verlust haben die Privaten auf den Anstieg von Euro-Dollar gesetzt. Was ist tatsächlich passiert? Euro-Dollar ist gefallen. Wow. FX-Fool, FX-Dummköpfe aus Asien. Wenn ich das weiß, egal ob ich jetzt Fondsmanager oder auch privater Investor und Trader bin, wenn ich das weiß, wäre es für mich doch doof zu sehen, dass die Privaten kaufen und dann entsprechend hier auch Longs zu sein. Es macht doch nur Sinn, das Gegenteil von den Privaten zu machen, wenn ich eben genau weiß, dass die Privaten verlieren. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch, genau wie ich, in den letzten Tagen auch Euro-Dollar entsprechend getradet. Ich war entsprechend hier mit den Privaten auch sehr gut Short im Euro, Long im Dollar positioniert. Das hat auch noch andere Gründe, Risk Reversals, also Optionsbepreisungen, wie entsprechende Zinsspreads. Also wir haben ja knapp 3% Zinsvorteil in den USA. Der Dollar ist momentan die höchste Carry-Währung. Wir hatten eine schöne technische Formation, eine SKS, hatten da ja auch ein entsprechendes Momentum, was auch gut zu der Zentralbank gepasst hat. Aber in den letzten 3 Tagen haben wir ja eine komplette Trendumkehr gesehen. Wir haben gesehen, dass der Euro-Dollar von 1,14 auf 1,16 angestiegen ist. Und jetzt zeige ich euch diese Daten, die ihr, wie gesagt, real-time kostenlos im Internet einsehen könnt. Zeige ich euch jetzt mal auf Wochenbasis. Ihr könnt die auch auf Tagesbasis nutzen. Ist auch für News-Trading sehr, sehr empfehlenswert. Und da seht ihr eben Folgendes. Hier dieses Delta. Also hier sind die Leute mit 20% fast long. Das heißt, 20% aller Accounts in der Summe sind tatsächlich net long positioniert im Euro. Und was ist mit Euro-Dollar passiert? Hey, der ist richtig, richtig angestiegen. Also die schwarze Linie ist der Euro-Dollar von 1,14 auf 1,16. Und die Privaten haben immer weiter verkauft, haben also diese komplette Bewegung, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, von 1,14 auf 1,16 auf der falschen Seite erwischt. Und das war für mich eben auch ein Grund, hier bei 1,1480 dann auch Gewinne mitzunehmen. Momentan würde ich sogar sagen, kurzfristig bin ich eher long den Euro-Dollar, weil dieses Momentum der Privaten mir eindeutig anzeigt, dass die Privaten hier auf der falschen Seite sind, wie so oft. Und dass ich, wenn die Privaten tatsächlich hier den Euro-Dollar in der Summe verkaufen, die privaten Trader, die eben Geld verlieren, ich auf der anderen Seite das Gegenteil machen möchte, um entsprechend zu gewinnen, um entsprechend long zu sein. Und das sind Daten, die sind sehr schwer im Internet zu finden, gerade hier von dieser Seite. Die sind sehr, sehr gut, weil sie eben aus Asien kommen. Die sind sehr verlässlich. Gerade dieses kurzfristige Delta, das könnt ihr eben für euer Trading und für euer Investment sehr gut nutzen. Das ist eine sehr starke Strategie. Ich habe die Daten über 4 Jahre sehr intensiv gesammelt. Das hat viele hundert Stunden Arbeit gekostet. Ich habe genau diesen Ansatz euch hier mal gebacktestet seit 2013. Ich habe den Backtest jetzt nicht aktuell, aber ihr habt ja gesehen, wie gut das im letzten Jahr funktioniert hat. Und ihr seht, wie stark diese Equity Curve ist, also wie stark diese Strategie auch performt. Und ihr habt hier mit einer einfachen Idee einfach nur das Gegenteil von den Privaten machen, habt ihr über 90 oder jetzt mittlerweile über 100% Performance im Euro-Dollar. Teilweise habt ihr nur 1 oder 2 Trades im Jahr. Und ihr habt vor allen Dingen auch diese Logik, die ich eingangs angesprochen habe. Ihr habt eben eine Logik. Wenn ihr wisst, dass die meisten Zocker in Asien, die sich nicht ausbilden, die einfach auf den schnellen Kick setzen mit 2.000, 3.000, 4.000 Dollar zocken, eben sich nicht ausbilden. Wenn ihr wisst, dass die verlieren, dann wäre es doch Quatsch, das Gleiche wie die zu machen, sondern dann ist es psychologisch doch nur logisch, psychologisch logisch, genau das Gegenteil zu machen, weil das für euch ein absolut logischer Vorteil ist, den ihr im Trading nutzen solltet, den ich seit vielen Jahren im Trading nutze und der für mich eben auch eine ganz klare Logik hat und einen ganz klaren Vorteil beinhaltet. Also erste gute Handelsstrategie, nutzt diese privaten Daten, macht das Gegenteil. Wie gesagt, wo ihr die Daten findet, jeder, der sich jetzt in meinem Newsletter anmeldet unter www.andre-starke.de, dem schicke ich diese Datenquelle völlig kostenlos zu. Wie ihr die Daten noch weiter verbessern könnt, das sage ich euch am Ende noch. Aber wenn ihr zum Beispiel gut in technischer Analyse seid oder wenn ihr Volume Profiling macht, was ich bei Währungen nicht so gut finde, weil nur knapp 8% hier tatsächlich im Future in Währung gehandelt wird, deswegen würde ich mir auch keine COT-Daten, also Commitment of Trader, würde ich mir hier auch nicht angucken, weil eben nur ein sehr kleiner Anteil im Währungsmarkt im Future gehandelt wird. Das meiste ist eben OTC. 5,6 Billionen Dollar werden da jeden Tag umgesetzt. Großteil davon eben auch knapp 80% im Euro-Dollar. Und da macht es für mich wenig Sinn, auf so Sachen wie Volume Profiling zu gucken. Wenn das für euch funktioniert, bleibt dabei. Aber ich schaue mir da andere Dinge an. Und welche das sind, das bilde ich eben auch kontinuierlich aus. Das sind die Dinge, die ich mir eben jahrelang als Portfolio-Manager auch angeschaut
habe. Okay, gibt es Fragen zu der Strategie, lieber Nelson? Ja, Moderier bitte. da gibt es auf jeden Fall Fragen. Also aktive Teilnehmer haben wir Eieiei. heute. Super, gibt heute es, ist Wetter. genau, sehr erfreulich. Gibt es diese Daten auch für andere Währungspaare? War einmal die Frage. Ja, perfekt. Die gibt es auch für Gold und Silber und 10 andere Währungspaare auch. Ich sehe auch die Frage hier gerade noch. Ich habe das Fenster mal groß gemacht. Gelingt es mir kontinuierlich, den S&P zu schlagen? Da sage ich ja, ganz klares Ja. Allerdings nicht als Fondsmanager, weil da die Kostenbelastung mit 1,5% zu hoch ist. Warum, wieso, weshalb? Da könnte ich mich jetzt stundenlang zu auslassen. Das machen wir abends mal beim Bier oder bei mir in der Ausbildung. Aber mit all meinen privaten Strategien, mit meinen privaten Depots im Investmentbereich habe ich die letzten 9 Jahre immer den S&P geschlagen. Und das ist für mich, wie gesagt, auch selbstverständlich. Das ist jetzt nichts, was mit Arroganz zu tun hat oder mit Overconfidence. Wenn eben die richtigen Ansätze hier bekannt sind, ist es ein leichtes, die Märkte auch zu schlagen. Aber das nur am Rande, weil die Frage mir gerade ins Auge gesprungen ist. Gab es noch eine Frage, Nelson? Ja, und zwar war die nächste Frage, wie erfolgt konkret der Einstieg, nach welcher Vorlaufzeit? Ja, das ist eine spannende Frage. Das werde ich am Ende noch kurz anreißen. Das liegt sehr stark an meinem ATM-Modell. Also ich trenne diese Analysen, die ich euch hier zeige, die natürlich auf einer sehr rationalen Ebene passieren, die trenne ich ein Stück weit von dem tatsächlichen Timing. Es ist natürlich fatal und das würde ich als Portfolio-Manager nie machen, jetzt nur aufgrund von einer einzigen Analyse oder von einer einzigen Idee einen Markt tatsächlich auf die Long- oder Short-Seite zu nehmen, sondern ich habe da einen integrierten Prozess, wo ich mir eben vorher überlege, welche Richtung ich traden möchte. Der besteht im Wesentlichen aus 4 Komponenten, aus saisonalen Faktoren, aus fundamentalen Faktoren, aus technischen Faktoren und aus Sentimentfaktoren. Und wenn ich mir das abgeleitet habe und diese FX-Hold-Strategie ist ein Sentimentindikator, dann weiß ich, in welche Richtung ich am Tag traden möchte. Und dann bin ich aber auch nur noch in dieser Trading-Richtung unterwegs. Das heißt, was ich privaten Tradern niemals empfehlen würde, ist an einem Tag Long und Short in einem Markt zu sein. Das habe ich jahrelang gemacht. Das ging für mich immer schief. Ist natürlich auch vom Stresslevel her unglaublich schwer. Und das bedeutet für mich, ich trade immer am Tag nur eine Richtung und das ist die Richtung der Analyse, auf die ich mich vorher committed habe. Und die besteht eben aus diesen 4 Faktoren. Und daraus leitet sich auch dann das Timing für den Trader ab. Aber da ist es, wie gesagt, auch schwer, jetzt hier in 60 Minuten Webinar alles endgültig zu erklären, was ich in den letzten 22 Jahren mir an Wissen da aufgebaut Und dann die letzte Frage zu dieser Strategie, wie ein Privatkunde sowas handeln kann, also mit CFDs oder Futures, gibt es da Erfahrungswert? Genau, der einfachste Weg ist natürlich bei FX Flat ein Konto aufzumachen. Da könnt ihr das wunderbar über CFDs oder auch FX Spot-Geschäfte abhandeln, also abtraden. Ihr könnt das auch im Future nutzen. Das würde ich jetzt dem Anfänger nicht unbedingt raten. Aber wenn ihr einfach ein CFD-Konto bei FX Flat aufmacht, dann könnt ihr auch in der Demo das erstmal testen. Dann könnt ihr diese Strategien sehr einfach und sehr vernünftig umsetzen. Achtet eben darauf, dass ihr ein bisschen Gefühl entwickelt. Und das ist eben auch das Schöne, wenn ihr euch immer wieder mit den gleichen Strategien auseinandersetzt, immer wieder mit den gleichen Analysen, so wie ich das in den letzten Jahren schon fast pedantisch gemacht habe, dann kommt ihr eben irgendwann darauf, dass ihr auch eine Intuition entwickelt. Also wenn ihr euch diese Daten Wochen und Monate lang anguckt, habt ihr irgendwann eine sehr gute Intuition, wie das mit den Marktbewegungen zusammenpasst und wie ihr dann eben auch optimal das traden könnt. Also fangt gerne mal an, das im Demo zu beobachten und ihr werdet relativ schnell sehen, wie gut und verlässlich diese Daten sind. Gerade wenn ihr jetzt noch am Anfang eurer Trading-Karriere seid, was das hier wirklich für ein einfacher und guter Input ist. Und umso mehr ihr lernt, umso mehr könnt ihr das in euren eigenen Investmentprozess dann auch integrieren. Die Frage ist ja auch noch, sehe ich gerade, wie heißt die Seite? Wie gesagt, jeder, der sich auf meinem Newsletter unter www.andre-starke.de jetzt anmeldet, dem schicke ich die Seite heute noch zu. Wer schon angemeldet ist, einfach eine kurze E-Mail an info@andre-starke.de und dann schicke ich euch das natürlich auch gerne zu. So, und dann sind die Fragen durch, Ja, glaube ich. Habe eine ich eine? Frage ist noch reingekommen bezüglich der Okay. Kosten, die bei CFDs bestehen oder auftreten, wenn man natürlich eine längere Zeit hält, ob die den Erfolg nicht zunichte machen. Das ist eine sehr gute Frage und da bildet ihr ja auch bei FX-Flat sehr, sehr gut aus. Was ich sagen kann, also gerade im kurzfristigen Trading, da bin ich teilweise echt schon erschrocken, wie günstig im Retail-Segment mittlerweile die ganzen Kosten sind. Also ich habe als Fondsmanager gerade im Overlay, also für andere Fonds dann eben auch nicht, für meine eigenen, also teilweise 100, 200, 500 Millionen Euro-Dollar gehandelt. Also wirklich große Blöcke. Und Euro-Dollar ist ja sehr liquide, aber da hat man dann eben auch sogenannte Risk-Preise und da stehen dann 2, 3, 4 Pips auf Geld- und Briefseite als Brett. Also da wird schon ganz schön auch über die Liquidität dann abgeschöpft. Kann man über Algos ein bisschen optimieren. Aber wenn ich sehe, dass Private ja mittlerweile Euro-Dollar fast immer unter einem Pip traden, ist es schon sehr günstig. Was die Finanzierungskosten angeht, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Klar,
Da verdienen die Broker auch ihr Geld, deswegen sind sie so günstig. Wenn ihr jetzt ein ganzes Jahr eine Position haltet, solltet ihr euch eben auch über die Finanzierungskosten Gedanken machen. Wie gesagt, wenn ihr den Dollar im institutionellen Segment haltet, habt ihr eben, wenn ihr das ein Jahr lang macht, 3% Zinsvorteil. Wenn ihr das im Privaten macht, habt ihr vielleicht nur 1% oder 1,5%. Aber das schwankt von Broker zu Broker und da ist FX Flat auch sehr transparent. Da könnt ihr beim Nelson im Nachgang gerne die Konditionen erfragen oder die auf der Website auch einsehen. Genau das ist es. Auf der Webseite gibt es einen Kostentransparenzrechner. Da kann man tatsächlich die aktuellen Swap-Kosten einsehen, bevor man überhaupt eine Position eingeht. Also von daher kann man alles vorher schon sich darüber informieren. Ich hoffe, du hast heute ein bisschen Zeit mitgebracht. Also die Fragen werden immer mehr. Sehr gut, freue ich mich. Super, ja, freue ich mich auch. eine Frage ist noch reingekommen. Wie lange läuft durchschnittlich ein Trade jetzt in der Strategie? Also das kommt wieder darauf an, ob ihr eher im Investment oder im Trading seid. Ihr könnt hier wirklich, wenn ihr zum Beispiel so ein Delta seht von 10 oder 15 Centpunkten, könnt ihr wirklich Intraday auch handeln. Ihr könnt auch auf Wochenbasis handeln. Das, was ich euch gebacktestet gezeigt habe, da ist es so, dass der durchschnittliche Trade ungefähr 120 Tage dauert, weil eben immer wieder diese sehr schönen Trendrichtungen aufgetreten sind im Backtest. Also wie zum Beispiel hier, wo ja das Signal dann 15 Monate im Markt war. Und vorher seht ihr aber auch an diesen Hügeln, da war es dann so, dass alle 30, 40, 50 Tage ein Signalwechsel kam. Ihr habt ab und zu auch Fehlsignale, das seht ihr hier an diesen kleinen orangen Balken, die natürlich jetzt hier in diesem großen Bild kaum zu sehen sind. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, da wärt ihr auch im Short Euro-Dollar kurz long gegangen. Und dann wieder Short. Aber also in der Regel würde ich sagen, ja, habt ihr 5, 6 Trades im Backtest. Ich muss nochmal ganz genau raussuchen, ich habe es jetzt 100% im Kopf. Aber es sind jetzt nicht so, dass ihr in dieser Wechselstrategie, so wie ich es euch gezeigt habe mit der Nulllinie, dass ihr jetzt 100 Trades habt. Aber wenn ihr jetzt auf dieses Delta zum Beispiel guckt, wie zum Beispiel hier, hier haben die Privaten ja nochmal massiv auf ihren Short aufgebaut, über 30 Prozentpunkte von minus 10 auf minus 40. Da könnt ihr halt so Impulse auch nochmal nutzen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel so Seitwärtsphasen habt, da könnt ihr auch sagen, Mensch, da gehe ich vielleicht aus dem Trading raus. Also das könnt ihr auch in euren Investmentprozess ganz gut integrieren, dadurch, dass diese Daten eben wirklich real-time kommen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel News Trading zur EZB oder zur Fed macht, das funktioniert auch immer grandios. Ich schaue mir immer an, wie sich die privaten Trader vor den Events positionieren. Und da sehe ich eben häufig, dass sie vor dem Event genau das Falsche machen. Also wenn Euro-Dollar nach der EZB fällt, gehen die Privaten in schöner Regelmäßigkeit Euro-Dollar vor dem Event dann entsprechend long. Und ich wundere mich immer wieder, wie einfach das ist, da das Gegenteil zu machen und wie verlässlich das auch für News Trading gebraucht werden kann. Okay, dann Okay, dann gucke ich wollen wir mal, weitermachen. Wir haben soweit alles ob ich. geklärt. Genau, letztens will ja auch irgendwann Feierabend machen und ich Nee, würde nicht sagen, deswegen. machen Das wir ist einfach noch. überhaupt kein Problem. Aber tatsächlich sind die Fragen zu der Strategie jetzt alle abgearbeitet. Perfekt. Und sonst machen wir einfach nochmal ein Folgewebinar und dann ist das gut. Ja, kleiner Gedankenwechsel noch für euch, kleiner Teaser und kleiner Auflockerer. Ist ja immer so ein bisschen meine Idee, euch einen anderen Blick auf die Märkte zu geben, also nicht die klassische Charttechnik auszubilden oder das, was ihr vielleicht schon kennt. Das sind auch alles gute Instrumente, da habe ich auch nichts gegen. Da bin ich ja selber auch viel ausgebildet als CFTI, als CFA und so weiter und so fort. Aber ich will euch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinausgeben. Und deswegen eine kleine Frage an euch. Welche Nummer hat dieser Stellplatz? Also ihr seht 1606, 68, 88 und so weiter. Ihr seht ein Auto. Und die Frage ist, welche Nummer hat der Stellplatz? Kleine Kinder können das in der Regel in 30 Sekunden lösen. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es gegoogelt. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee, was da rauskommt. Was da rauskommt, okay, die erste Lösung ist schon da. 87, weil der das kennt. Okay, wenn man es kennt, ist es natürlich einfach wie alles im Leben. Wenn ihr diese X-Fool-Strategie kennt, wenn ihr die Daten regelmäßig nutzt, dann ist es einfach davon zu profitieren. Aber schaut doch mal, was ist die Lösung oder überlegt doch mal vielleicht, wie kommt der hier auf die 87? Wo kommt die vielleicht her? Umdrehen. Okay, verraten. Was macht das Auto? Das Auto parkt einfach ein. Das heißt, die Zahlen stehen auf dem Kopf. Und ihr seht es jetzt sehr schön. 86, 87, perfekte Lösung. 88, 89, 90, 91. Eure Sichtweise bestimmt eure Realität. Das gilt nirgendwo so stark wie an der Börse, wo all die Muster, die ihr euch erlernt habt, und der Mensch lernt ja über Schmerz und Freude und gerade im Börsenbereich, das wisst ihr, wenn ihr schon länger dabei seid oder wenn ihr ähnliche Erfahrungen wie die Franzosen machen durftet, der Mensch lernt über Schmerz und Freude und gerade im Börsenbereich gibt es eben sehr viele Schmerzen. Das wurde psychologisch auch sehr gut untersucht in der Prospekttheorie von Daniel Kahneman, von Amos Tversky. Die haben dafür einen Nobelpreis bekommen 2002 und da merkt man eben, dass dieses schmerzvolle Lernen sehr stark die Realität bestimmt, aber dass diese Muster, diese
Dinge, die ihr da ausbildet, also sprich diese Konditionierung, die euch antrainiert oder unbewusst, da teilweise auch zu schlechten Ergebnissen führt. Und das ist das, was ich jedem nur raten kann. Konditioniert euch richtig und wagt eben auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus, indem ihr die Dinge einfach mal anders betrachtet, indem ihr das Auto hier tatsächlich auf den Kopf stellt und dann eben plötzlich seht, dass die Nummer des Stellplatzes eben sehr einfach ist. Und ich habe gerechnet, 16 minus 10 ist 6 plus entsprechend 62 mal minus durch. Und ich bin ja auch sehr verkopft als Mensch und als Portfolio-Manager sowieso. Habe ich die Wurzel genommen, die E-Funktion und so weiter und so fort. Und ich bin zu keiner Lösung gekommen. Und in dem Moment, wo man es eben kennt, wo man es anders machen kann, kommt ihr ein Stück weiter. Und so ist es auch an der Börse. So ist es auch mit den Strategien, die ich euch noch zeige. Und die Strategien sind, wie gesagt, sehr einfach. Man kann die mit ganz einfachen Mitteln noch weiter verbessern. Und wenn die Frage kommt, kann ich den S&P tatsächlich ausperformen? Wie gesagt, als Fondsmanager kann ich das nicht. Da bin ich ehrlich, weil es bestimmte Strukturen gibt, weil es bestimmte gesetzliche Vorschriften gibt, weil es viel zu hohe Kosten gibt, die durch den Regulator und durch den Vertrieb auch entsprechend gefordert und gefördert werden. Und es hat mich auch geärgert. Zum Beispiel bin ich dieses Jahr gerade im Sommer Short im DAX positioniert. Ich habe eine relativ Value-Strategie, wo ich Long MDAX gegen Short DAX bin. Die hat dieses Jahr schon 6% verdient. Und das würde ich gerne komplett für meinen Fonds oder hätte ich gerne damals komplett für meine Fonds auch umgesetzt. Aber das geht einfach nicht, weil der Regulator mir das verbietet. Oder wenn ich sage, ich möchte mein Aktienrisiko absichern, kann ich das nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Einmal, weil ich gesetzlich dazu verpflichtet bin und weil mein Chef dann auch in der Regel sofort flatterige Ohren bekommt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh nicht so weit weg von deiner Benchmark. Und das hat mich irgendwann auch so genervt, dass ich gesagt habe, hey, dann bilde ich die Sachen lieber aus, dann braucht kein Mensch einen Fonds. Und dann ist es eben auch viel leichter, gute Ergebnisse zu erzielen und deutlich auch hier die großen Indizes zu schlagen. Und ehrliches Kommentar, der S&P ist ja ein Kursindex, der ist eben auch deutlich schwerer zu schlagen als der DAX. Für den DAX gibt es viel, viel leichtere Strategien. Und der DAX als Performance-Index ist eh ein ganz beschissener Index, aber die meisten haben den eben im Investment-Depot. Und da kann ich auch mit relativ wenigen Strategien, mit relativ einfachen Ideen, so wie mit dem Auto gerade auch, euch überzeugen, dass der DAX hier nicht der beste Index ist. Okay, Turnaround Tuesday, super leichte Strategie. Ich schaue mir an, befindet sich der DAX im Bullenmarkt oder im Bärenmarkt? Wie definiere ich das? Bullenmarkt definiere ich, wenn der DAX über dem 34-Tages-gleitenden Durchschnitt ist. Ich nehme hier einfach den Simple Moving Average, also den SMA. Wenn der DAX also eher steigt, also über dem gleitenden Durchschnitt ist, mache ich mit der Strategie gar nichts. Das ist einfach, das erzeugt keinen Stress. Das hat kein Risiko, allerdings aber auch keine Performance. Wenn der DAX jetzt negativ tendiert, also wenn der DAX unter seinem 34-Tages-gleitenden Durchschnitt ist, gehe ich am Montagabend um 17.30 Uhr long. Gehe ich am Montagabend um 17.30 Uhr long und halte die Position bis Mittwoch früh um 9. Also relativ simpel. Ich bin einfach nur im Bärenmarkt long im DAX investiert, jeweils vom Montagabend 17.30 Uhr bis Mittwochmorgen um 9. Und natürlich, das kann man noch verbessern, wenn ihr ein guter Trader seid. Und ich zeige euch gleich, wie kann man das noch deutlich nach oben bekommen. Hätte ich seit 2013 284 Trades gemacht mit Transaktionskosten. Ich hätte davon 174 im Gewinn geschlossen, 110 ohne Gewinn. Profitfaktor, also durchschnittlicher Gewinn durch durchschnittlicher Verlust 1,7 und eine Trefferquote von 61%. Entspricht 137% Profit bei gerade mal 10% Drawdown. Und ihr seht, aus 10.000 Euro habt ihr hier 13.000 Euro gemacht, was natürlich schon mal nicht ganz verkehrt ist. Und das ist natürlich die Frage, die auch gerade kommt vom Alex, vielen Dank. Ja, warum dann jetzt am Montag und warum nur im Bärenmarkt? Und das hat wieder mit Psychologie zu tun. Ich möchte euch ein Phänomen erklären, was ich als Fondsmanager in den letzten 10 Jahren regelmäßig und nachhaltig beobachtet habe, gerade wenn die Märkte sehr panisch waren, gerade wenn es eben zu größeren Abwärtsbewegungen gekommen ist, wie zum Beispiel im August 2015, wo diese ganze Thematik um China und diese Abwertung des Yuan war oder auch wie es nach dem Brexit der Fall war, wo eben jeweils Turnaround Tuesdays über 400 Punkte im DAX gebracht haben. Und warum ist es so? Folgende Situation. Stellt euch vor, plastisch, ihr seid Fondsmanager. Ihr sitzt also wie ich im Großraumbüro mit 100 Kollegen und jetzt fangen die Märkte an zu fallen. Die Kurse zeigen nach unten. Ihr habt den DAX als Benchmark und die Stimmung ist schon mal ein bisschen komisch und ihr sitzt natürlich jeden Tag 10 Stunden davor und ihr merkt einfach, hey, da läuft gerade irgendwas nicht ganz so gut. Die Märkte fallen und ihr wisst, ja, jetzt ist Freitag und am Wochenende, Mensch, da könnte ja sich nochmal was Schlimmes potenzieren, da könnte Trump irgendwas sagen oder da könnte irgendwas passieren, was die Märkte nochmal deutlich nach unten bringt. Also was werdet ihr am Freitag machen? Ihr werdet vielleicht ein bisschen Vorsichtskasse aufbauen, ihr werdet schon mal ein bisschen was verkaufen, ihr werdet vielleicht Zuflüsse, die ihr noch habt, werdet ihr nicht direkt investieren,
sondern wenn ihr im Bärenmarkt seid, seid ihr eben als Fondsmanager in der Regel auch vorsichtig, sondern ihr nehmt einfach mal ein bisschen Gas vom Pedal und ihr stellt euch ein bisschen vorsichtiger auf. Dann ist es Wochenende. Wochenende plötzlich Nachrichten überall auf der Bild-Zeitung. Die ganzen privaten Retail-Trader lesen jetzt, oh, Trump hat wieder den Handelskrieg entfacht. Iran gibt es wieder einen großen Konflikt. Nordkorea brodelt auch. Und Russland ist mit der Türkei ganz eng. Deswegen könnte es da auch Probleme entsprechend mit den USA wieder geben. Das heißt, am Wochenende liest der Private, der vielleicht so sich in der Woche gar nicht mit diesen Themen auseinandersetzen kann oder will, plötzlich über schlechte Nachrichten und hat dieses Sentiment der fallenden Kurse auch mit dabei. Und es kommt am Montag die Börseneröffnung. Und das habt ihr vor 2 Wochen sehr schön gesehen, wo dieser Turnaround Tuesday war, wo am Montag die erste Kerze im DAX gleich mal über 100 Punkte nach unten geschossen ist, weil diese Türkei-Thematik sehr stark war, weil die türkische Lira auf über 8 gestiegen ist, also gegen den Euro und gegen den Dollar sehr stark abgewertet hat. Großes Thema, werden wir jetzt nicht weiter thematisieren. Und dann sind eben die ganzen Privaten panisch, die sehen, oh Gott, es fällt, es fällt. Also gehen die Privaten dann entsprechend short, verkaufen ihre Long-Positionen und es führt einfach dazu, dass eben entsprechend hier die Kurse auch runtergehen. Und jetzt kommt aber das, was am Montagabend häufig passiert. Es kommt eben dazu, dass es zum Stimmungsumschwung kommt, dass die Institutionellen, also die Profis, die Feuerkasse geschaffen haben, hier diesen Dienstag als Sentimentumschwung nutzen und einfach mal den Markt nach oben kaufen. Besonders gut funktioniert das in großen Crash-Situationen und wenn der Markt sehr, sehr panisch und sehr emotional handelt. Da kann man immer wieder beobachten, dass dieser Turnaround Tuesday einfach zu einem psychologischen, emotionalen Stimmungsumschwung führt, wenn entsprechend hier vorher Panik war, wenn die Kurse gefallen sind. Deswegen ist eben statistisch gerade der Montagabend bis Mittwochmorgen über den ganzen Dienstag weg ein sehr positives Setting. Und ich sage euch auch gleich, warum ich jetzt nicht Dienstag früh handle bis Dienstagabend. Das könnte ich ja auch machen, dass ich früh einfach in den DAX Future einsteige und abends dann rausgehe. Da gibt es eine andere Strategie, die das eben auch nochmal deutlich verbessert. So, kommt eine Frage. 8% PA kann ich auch im ETF und jahrelang liegen lassen. Oder Sell in May und Go Away. Ja, schöner Hinweis. Das sind die Leute, die es genau wissen wollen. Danke, Ralf, dass du das thematisierst. Das sind natürlich Themen, die ich auch klassisch als Portfolio-Manager ausbilde. Was ist der Unterschied, wenn du ein ETF kaufst? Du hast eben bei dieser Strategie hier 10% Drawdown bei 137% Ertrag. Das ist ungefähr die Rendite, die du auch mit dem Long ETF im Bullenmarkt wohlgemerkt hattest. Das ist eine Strategie, die eher auch im Bärenmarkt gut funktioniert. Und guck dir nur 2007, 2008 an. Du weißt, was mit deinem ETF passiert ist. Hier ist entsprechend gar nichts passiert und auch 2015 und 16 sind die Kurse eher nach oben gegangen. Also es ist immer eine Frage für Börsenerfolg, hoher Ertrag. Erträge wären bei uns gleich, ungefähr 8% bei Risiko. Risiko wäre definitiv in dieser Long-Only-Strategie im ETF größer. Und hier diese Strategie könntest du natürlich auch hebeln. Du könntest jetzt sagen, wenn ich eh nur 25 Signale im Jahr habe und auch nur so ein geringes Risiko mit 10% Drawdown, könnte ich ja auch Hebel 2, 3, 4 ansetzen. Damit hättest du das gleiche Risiko wie im ETF, hättest dann aber viermal so viel Performance. Wie kann ich das umsetzen, gehebelt? Ich könnte es über CFDs machen, ich könnte es über Futures machen. Wie gesagt, zu den Instrumenten sage ich heute weniger. Da könnt ihr euch sicherlich die Ausbildungsvideos von Nelson auch angucken. Die Broker machen da ja unglaublich viel. Handelst du die Strategie gehebelt, nur im Future? Eine Frage als beantwortet, super. Ja, also du kannst es auch mit Aktien zum Beispiel handeln. Wenn du im Aktien-Daytrading bist, und ich zeige euch jetzt einfach mal 2 Beispiele. Und wichtig bei den Beispielen ist mir, die habe ich jetzt nicht aus den letzten 2 Jahren irgendwo rausgekramt, sondern das sind die letzten 2 Turnaround-Tuesdays, die wir im Markt gesehen haben. Und ihr seht, 17:30 oder hier 17:45, ich habe es ein bisschen unscharf gezeichnet, ist der Turnaround-Tuesday long und der bleibt dann quasi bis Mittwochmorgen um 9 Uhr long. Ja, ihr seht das, Montagabend, den ganzen Dienstag bis Mittwoch früh bin ich hier entsprechend im Markt positioniert, bin also long. Und ihr seht natürlich, klar, der Markt bewegt sich, klar, es ist keine Einbahnstraße nach oben, sondern es ist eine Analyse, die euch einfach einen Input geben kann, wie euer Trading und auch vielleicht euer Investment verbessert. Wenn ihr am Dienstag, morgen oder Montagabend kauft, habt ihr eben auch für Aktien günstigere Einstiege im Bärenmarkt, als wenn ihr das zum Beispiel am Montag macht oder dann am Mittwoch. Und ihr seht zum Beispiel auch hier dieses technische Break, ihr seht diesen Hammer, hier wurden 2 wichtige Unterstützungslinien gebrochen. Und der klassische Techniker, der würde sagen, oh, wir haben Momentum, 15:30 Uhr. Hier muss ich short sein. Und ihr wisst genau, wie diese Kerze aussieht. Ganz rot, ganz dunkel, ganz ausgefüllt. Da wollt ihr short sein. Aber ich sage nein, Turnaround Tuesday. Und das ist mein Prozess, Analyse, Trading und Management. Ich möchte hier in diesem Markt nur long sein. Ich möchte hier also immer Kaufgelegenheiten kaufen. Ja, klar, Kaufgelegenheiten kaufen. Ja, und
immer nur steigen, wenn ich long bin und so. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ich suche eben im Trading hier nur Long-Chancen und wenn ich eben Daytrader bin, weiß ich genau, das ist für mich kein Momentum-Break, sondern das ist was, wo ich immer hier so einen Hammer mit einer Bestätigung als False-Break auf der Long-Seite handeln würde. Ihr seht auch, die Strategie hat hier zwar funktioniert, aber die hat in Anführungszeichen nur 40 Punkte verdient, ist jetzt nicht die Welt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch 40 Punkte haben oder nicht haben, wenn ihr die einfach automatisiert zum Beispiel umgesetzt hättet. Aber ihr seht im Turnaround Tuesday, die Strategie hat funktioniert. Und die Fragen mache ich dann gleich, wenn ich die Strategie vollständig vorgestellt habe. Zweites Beispiel ist der letzte Turnaround Tuesday, also quasi der von gestern. Und auch da seht ihr, wir sind wieder am Montagabend rein um 17.30 Uhr und wir sind am Mittwochmorgen um 9 Uhr raus. Ihr seht auch, der Markt ist hier sehr schön gestiegen, ist dann hier zum Ende schwach gegangen. Also hier quasi war keine Performance, sondern die kam dann erst über das Overnight Gap. Ihr seht aber, die Richtung stimmt. Wie gesagt, wenn ihr euch jetzt hier nicht zwei anekdotische Beispiele angucken wollt, sondern wenn ihr wirklich statistisch verlässliche Ideen haben wollt, die sich kausal durch diesen Stimmungsumschwung auch erklären lassen, dann guckt euch die Statistik an. Völlig kostenlos, völlig transparent für euch. 284 Trades mit den Erfolgsquoten. Das finde ich spannend, das ins Trading mit einzubeziehen, weil hier habt ihr einen Vorteil, den ihr ganz einfach ableiten könnt, wo ihr ganz einfach eben auch Performance für euch und euer Portfolio machen könnt. So, schaue ich ganz kurz auf die Fragen. Hebel ist das Thema, sollte natürlich nicht zu aggressiv setzen und gerade wenn die Strategie neu für euch sind, das einfach zu erfahren und erstmal zu erleben. Aber wenn ihr Long oder Short tradet, warum dann einfach im Turnaround Tuesday nicht nur die Long-Seite probieren? Ich kann euch versprechen, eure Erträge werden höher werden, euer Risiko wird logischerweise sinken, weil ihr weniger Trades macht, ihr lasst die Signale auf der Short-Seite aus, sondern handelt technisch nur noch den Long und vor allen Dingen wird dadurch euer Stresslevel massiv, und das kann ich euch nach 22 Jahren an der Börse versprechen, euer Stresslevel wird runtergehen. Nächste Strategie, der Friday Gold Rush. Auch super simpel, ihr kauft am Donnerstagabend um 22 Uhr Gold und ihr haltet die Position einfach für 24 Stunden. Warum funktioniert? Das hat zwei Gründe. Stellt euch vor, am Wochenende passiert irgendwas Schlimmes, ein Flieger kracht irgendwo rein, Trump drückt auf den Knopf. Was passiert mit euren Aktien? Stop-Loss hin oder her, am Wochenende wird nicht gehandelt. Also gibt es am Montag ein fettes Gap nach unten. Was heißt das für Gold, wenn Risiko off ist, wie die Institutionellen sagen? Also wenn hier tatsächlich Verluste am Markt sind, was wollt ihr haben? Ihr wollt entsprechend Gold haben als Versicherung. Ihr wollt Renten haben als Versicherung. Und wenn ihr diese Versicherung im Markt habt, habt ihr einfach einen statistischen Vorteil und ihr habt eben eine Kausalität, die euch Vorteile bringt. Ihr seht, über 800 Trades, Profitfaktor 1,4, Trefferquote fast 60%, 213% beim Drawdown von 19%, und ihr könnt das gerne mal gegen Long Only Gold gegencharten, also die Strategie im Vergleich dazu, wenn ihr nur Gold kauft, also einfach Buy und Hold im Gold. Und dann wisst ihr genau, hier gab es ja den großen Einbruch im Gold, mittlerweile stehen wir bei 1300. Die Strategie ist auf fast einem Alltime High, während Gold eben knapp 30% unter den Höchstständen ist. Und das ist einfach ein statistischer, einfacher, logischer Vorteil, der sich kausal durch zwei Dinge begründen lässt. Einmal eben durch diesen Versicherungscharakter, den Fondsmanager, den Vermögensverwalter, den Versicherer im Gold sehen, aber natürlich auch dadurch, dass eben Gold zu sehr großen Teilen physisch am Freitag gekauft wird. Also 80% des physischen Umsatzes im Gold passieren tatsächlich am Freitag. Warum? Stellt euch vor, ihr seid ein Schmuckunternehmen in Indien, also ihr verarbeitet den Rohstoff Gold. Wann wollt ihr das Gold bei euch in der Fabrik haben? Montagmorgen, weil selbst in Indien ist es so, es gibt ein Wochenende, und am Wochenende werden Zuschläge gezahlt. Das heißt für euch, ihr werdet das Gold am Freitag einkaufen, in Südafrika zum Beispiel, werdet es dann verfrachten, werdet das entsprechend also über das Wochenende transportieren, wo eure Arbeiter entsprechend im Urlaub sind. Und am Montagmorgen ist das Gold dann bei euch in der Fabrik. Die Arbeiter können das Gold entsprechend verarbeiten, können Schmuck draus machen. Und dadurch habt ihr eben hier auch eine sehr, sehr schöne Idee, warum Gold steigt und warum eben hier diese Kausalität einfach auf eurem Vorteil ist. Wie sieht das aus? Wie gesagt, die letzten zwei Signale, nicht irgendwas. Einstieg wäre, wie gesagt, Donnerstag 22 Uhr bis Freitag auch 22 Uhr. Ihr seht hier, vor zwei Wochen gab es einen kleinen Anstieg im Gold. Wenn ihr jetzt wirklich im aktiven Trading seid, könnt ihr hier solche Ausbrüche zum Beispiel nutzen oder hier höhere Tageshochs kaufen. Könnt es also mit eurem Trader noch sehr stark verfeinern. Wie sah es jetzt letzten Freitag aus? Da hat es phänomenal funktioniert, weil wir eben das Thema Risk-Off hatten. Es war auch ein kleiner Verfall in den Märkten. Hat sich einiges am Markt getan. Auf der Risikoseite hatten wir noch einen Anstieg im Euro-Dollar, was natürlich auch sehr spannend ist. Also hier hatten wir zum Beispiel auch nur deswegen Gold nicht hoch vor zwei Wochen, weil der Euro-Dollar an diesem Tag so stark gefallen ist. Hättet ihr Gold gegen Euro gehandelt zum Beispiel, hättet ihr auch massiven Gewinn mit der Strategie gehabt. Und ihr seht einfach, das sind einfache Ideen,
die erstmal ganz gut funktionieren und die ihr halt sehr gut, sehr leicht in euren Trading-Prozess integrieren könnt. Weitere Idee, Zinshamster, gleiche Idee. Wir kaufen am Donnerstagabend um 22 Uhr Anleihen, Bund Future. Könnt ihr auch bei FX Flat handeln. Und wir halten den Bund Future den ganzen Freitag und wir halten den Bund Future auch am Montag. Heißt wieder, wir haben eine Versicherungsprämie. Versicherungsprämie bedeutet also, wenn Aktien übers Wochenende runtergehen, werden nicht nur Gold und Silber steigen als Commodities, sondern es wird auch der Rentenmarkt hochgehen, weil es eine Korrelation gibt. Wenn Aktien steigen, gehen Renten in der Regel runter. Und wenn Aktien eben gerade deutlich und schnell fallen, geht der Rentenmarkt in der Regel hoch. Da habt ihr eine schöne Versicherung, wenn ihr hier im Bund Future investiert seid. Ihr habt eben auch wieder sehr schöne, einfache Statistiken, die ihr hier in Ruhe nachlesen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr die Unterlage haben wollt, wir haben das Webinar ja für euch auch aufgezeichnet, aber wenn ihr die Unterlagen mit all den Strategien, mit all den Kennzahlen haben wollt, meldet euch einfach für mein Newsletter unter www.andre-stagge.de an. Und ich sehe, der ein oder andere hat schon getan. Vielen Dank. Dann schicke ich euch die ganzen Strategien zu. Dann schicke ich euch die Seite auch fürs FX-Pool zu, wo ihr die Sachen kostenlos realtime einsehen könnt. Und dann habt ihr hier eine Menge gute Strategien. Dann habt ihr es eben relativ leicht, besser zu sein als die Franzosen, eure Vorteile zu nutzen, indem ihr eben immer wieder auf die gleichen Dinge setzt, die aber nachweislich einfach funktionieren, weil hier ist die Equity Curve. Hier ist also die Rendite sehr gut. Aber ihr könnt eben auch begründen, dass es nicht nur Zufall ist, sondern dass tatsächlich hier auch Marktdinge passieren, Hintergründe einfach sind, dass es eben konstant dazu führt, dass die Märkte hier diesen Bias haben. Warum ist das so? Einmal ist es eine Versicherung. Auf der zweiten Seite gibt es auch Stückzinsen für Anleihen. Da werdet ihr lachen oder vielleicht auch weinen, weil eben diese Stückzinsen natürlich in den letzten Jahren nicht mehr so von Bedeutung sind. War es vielleicht noch mehr in den Jahren davor, aber zum Beispiel bei anderen Anleihenmärkten, wie zum Beispiel dem amerikanischen Anleihenmarkt, wo das auch funktioniert. Und wie gesagt, all die Strategien, die habe ich auch nicht nur für DAX und den Bund getestet, sondern global. Also ein Turnaround Tuesday funktioniert im Kakaron, im Eurostox, im FTSE. Funktioniert bei allen europäischen Märkten und eben auch bei den Amerikanern. Und genauso ist es hier auch am Rentenmarkt. Also das funktioniert auch im Gilt, im Treasury, im BTP. Und da habt ihr natürlich höhere Stückzinsen. Oder auch bei zum Beispiel griechischen Anleihen oder auch eben jetzt bei türkischen Anleihen, wo ihr natürlich am Wochenende auch Stückzinsen verdient. Und das eben auch dazu führt, dass hier ohne Volatilität am Wochenende Zins gezahlt wird und dadurch eben diese Haltedauer von Freitag bis Montag überproportional interessant ist. Drittes Argument, eher anekdotisch, die Bundesbank, die ist ja momentan verpflichtet, über die EZB auch deutsche Anleihen zu kaufen, wird es noch eine Zeit lang tun. Und das macht sie in der Regel auch am Montag, also knapp 80% aller Umsätze der Bundesbank passieren tatsächlich am Montag. Und deswegen würde ich niemals, niemals, niemals den Bund Future am Freitag oder am Montag short sein, sondern bin als Trader neutral oder entsprechend long. Wie ist der Zinshamster gelaufen? Vor 2 Wochen ist es so gelaufen, kleines Profit von 60, 70 Ticks, ganz angenehm. Und auch der letzte Zinshamster hat hier wieder sehr gut sein Fresschen gesucht. Ich glaube, der war jetzt mittlerweile 6-mal in Folge im Plus. Und das ist natürlich schön. Und ihr wisst auch, in jeder Handelsstrategie gibt es auch Phasen. Da läuft es dann vielleicht 4 oder 5-mal gegen euch. Aber diese Ansätze sind einfach transparent, kausal. Die kann jeder von euch nachvollziehen. Und ich hoffe einfach, da so die ein oder andere Idee geben zu können. Wie mit den Parkplätzen auch. Wenn ihr vielleicht nur technische Analyse macht und wenn ihr es mit Albert Einstein haltet und sagt, naja, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten, dann lohnt es sich vielleicht, Dinge ein bisschen anders zu machen. Und dann wendet vielleicht eure technische Analyse einfach nur long auf den Zinsmarkt am Montag und am Freitag an. Geht Gold am Freitag nicht short, sondern nur long. Oder kauft vielleicht auch den DAX eher, wenn er am Dienstag gefallen ist und nicht pauschal am Dienstag dann short, wenn eben Turnaround Tuesday ist. Und macht vielleicht auch nicht unbedingt das Gleiche wie die privaten Trader in Asien, sondern macht vielleicht das Gegenteil. So, dann noch eine letzte Strategie, auch ganz kurz erklärt. Wie gesagt, da würde ich auch sehr tief drauf eingehen. Und ihr findet all diese Strategien kostenlos, völlig transparent, auch kurz auf meiner Seite erklärt, www.andre-stagge.de. Da könnt ihr euch die Dinge nochmal angucken, ihr könnt die Dinge nachlesen. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel auch diese sogenannte Overnight-Prämie. Die funktioniert auch im Kakaron, im Eurostox, im Uzi, im MIP, also wirklich im IBEX, überall, auch in Amerika. Und was seht ihr? Ihr seht 2 unterschiedliche Grafiken. Wenn ihr die beiden addiert, kommt der DAX raus. Oder wenn ihr die beiden im Durchschnitt habt, kommt der DAX raus. Ihr seht einmal Close to Open. Das ist 17.30 Uhr, Ende vom Kassahandel, bis 9 Uhr morgens. Also das ist die sogenannte Overnight Session. Ihr kauft den DAX Future oder auch den DAX CFD am Abend um 17.30 Uhr und ihr haltet die Position über Nacht bis zum nächsten Morgen, entsprechend um 9 Uhr, also bis der Kassehandel entsprechend hier in Frankfurt wieder aufmacht. Und ihr seht, dieser rote Graph, knapp 300% wäre die Performance, dieser massive Einbruch hier,
Am 23. Juni 2016 war der Brexit, war also ein einschneidendes Event, wo der Markt overnight natürlich deutlich gefallen ist. Aber da wisst ihr natürlich auch, wenn so politische Risiken sind, müsst ihr vielleicht solche Overnight-Prämien nicht unbedingt machen. Und dagegen seht ihr mal dargestellt, Open to Close. Open to Close bedeutet 9 Uhr morgens, also sprich Anfang vom Zetra-Handel bis 17.30 Uhr abends. Das ist das, was ihr Intraday findet. Also, ganz einfache Aussage, wenn ihr Intraday den DAX besitzt, verdient ihr nichts. Habt ihr sogar Phasen, wo ihr viel verliert. Und wenn ihr Overnight den DAX besitzt, dann gewinnt ihr viel. Und ich kenne das. Die meisten Daytrader, die sagen mir immer, boah, ich habe keine Lust, Position über Nacht zu halten. Das ist ein klassisches Phänomen, wenn ihr als Portfolio-Manager ausgebildet seid, so wie ich, wenn ihr andere Portfolio-Manager ausgebildet habt, an der Uni, aber auch bei uns im Geschäft, dann wisst ihr einfach, ihr solltet viel stärker aus der Idee herauskommen, Zeit verdient Geld. Dann ist es eben Quatsch, wenn ihr ein Portfolio habt, dass ihr immer alles ins Trading steckt, sondern ihr solltet auch immer investieren. Investmentstrategien habe ich heute weniger dabei, aber es kamen ja auch per Fragen schon sehr gute Ideen. Warum nicht einfach 80-90% ins Investmentportfolio packen, da entsprechend 8-10% verdienen oder ein bisschen mehr. Ich kann euch dann eben auch noch zeigen, wie das geht. Und dann das Trading einfach nur als Absicherung nutzen. Einfach nur zum Beispiel in saisonal schwachen Phasen mit Short-Strategien am Markt agieren und vielleicht gegen einen S&P Long ETF immer ein DAX-Heave, die auf der Short-Seite gegenstellen, um eben die Renditekurve zu glätten, um eben diese großen Rücksetzer einfach ein bisschen auszunivellieren. So denken auch Portfolio-Manager. Und meine Ansätze heute, die ich euch vorstelle, sind natürlich sehr trading-lastig, weil ich glaube, die meisten von euch interessieren sich mehr fürs Traden. Aber wer kurzfristig alles richtig macht, der macht langfristig nichts falsch. Stimmt natürlich, aber gerade im Traden ist es eben auch schwer, kurzfristig alles richtig zu machen. Ihr habt ein höheres Stresslevel und ich rate jedem dazu, ein gutes Investmentportfolio aufzubauen und das dann durch sein Trading entsprechend zu ergänzen und noch weiter zu optimieren. Und kurze Botschaft ist einfach, wenn ihr Risiken haltet, vielleicht auch die durchaus mal über Nacht haben. Also wenn ihr zum Beispiel ein CFD haltet, wenn ihr long seid im DAX, würde ich den tendenziell, wenn ihr keine weiteren Informationen über euer Trading habt, auch über Nacht halten. Warum? Diese über Nacht positiven Gaps, die sind eben einfach statistisch gesehen wahrscheinlicher. Das sind im Durchschnitt zwar nur 5,6 DAX-Punkte, das ist nicht die Welt, aber wenn ihr dann auf jede Long-Position einmal die Woche so ein DAX-Overnight-Gap mitnehmt, habt ihr eben schön profitiert. Oder wenn ihr jetzt hier zum Beispiel nochmal zum Turnaround Tuesday zu gehen, dann seht ihr eben, hier ging es am Morgen auch eher nochmal nach oben. Und ihr seht gerade jetzt hier zum Beispiel auch gestern, da war der Mittwochmorgen mal deutlich positiv. Hier war es durchaus auch clever, über Nacht zu halten. Gut, ihr könnt sagen, vorher ist es auch runtergegangen. Aber wie gesagt, diese Overnight-Prämie, die ist in der Regel profitabel, im Durchschnitt 5,6%. Muss euch aber auch warnen, diese Overnight-Strategie ist die einzige Strategie, die ich euch gezeigt habe, die ich ohne Transaktionskosten gehandelt habe. Okay, also wir sind mit der Zeit schon relativ weit. Ich will euch auch nicht zu sehr mit diesen Dingen nerven. Kleines Kippbild nochmal, wieder auch die Idee dahinter. Was seht ihr? Ihr seht wahrscheinlich ein Pärchen, Mann und Frau. Aber ich kann euch sagen, in diesem Kippbild ist auch mehr. Ihr seht Delfine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn ihr mögt, schicke ich euch das gerne im Nachgang zu. Ich weiß, viele sehen die Delfine immer noch nicht. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich alle Delfine gefunden habe. Aber die Idee ist die gleiche wie vorhin mit dem Einparken auch. Eure Muster bestimmen eure Realität, eure Erwartungen, eure Ansätze, all das, was ihr als Glaubenssätze schon in den letzten 5, 6, 7 Monaten oder länger vielleicht im Trading ausgebildet habt, bestätigt euch in dem, was ihr macht. Und ich lade euch ein, probiert eben beides zu sehen, probiert hier ein Pärchen zu sehen, aber auch Delfine. Seid flexibel, guckt euch andere Ansätze an, lernt eben kontinuierlich dazu, bildet euch aus, damit ihr eben im Trading besser werdet, damit ihr eben nicht die Fehler macht, die die Franzosen machen oder auch die asiatischen Trader, sondern arbeitet mit den richtigen Leuten zusammen, holt euch das richtige Fachwissen vom Portfolio-Manager, um einfach besser zu werden. Und wie ist mein Investmentprozess jetzt aufgebaut? Wie gesagt, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden und lieber Nelson, vielleicht können wir noch mal ein separates Webinar dazu machen. Es sehr ist in gerne. Dankeschön. Es ist in der Idee sehr einfach. Ich unterteile zwischen Analyse, Trading und Management. All diese 5 Dinge, die ich euch vorgestellt habe, waren Analysen. Ja, macht das Gegenteil von den privaten Tradern. Gehe mit dem Turnaround Tuesday im Bärenmarkt am Dienstag lieber long, halte Gold entsprechend am Freitag, sei den Bund am Freitag und am Montag entsprechend long. Und wenn du Aktien long bist, halte die übers Wochenende, wenn du den DAX short bist, mach das vor dem Overnight Gap entsprechend zu. Das sind Analysen, das sind ganz, ganz einfache Dinge. Und wie gesagt, in 22 Jahren an der Börse, mit 10 Jahren als Portfolio Manager, habe ich natürlich auch sehr komplexe Analysen kennengelernt. Ich könnte euch was über CDS erzählen, über Swaps, über Zinsschubkurven, über Bull Flattening.
Ich könnte euch jetzt wirklich mit solchen Dingen auch wirklich langweilen bis zum Ende oder vielleicht der eine oder andere findet es auch spannend. Aber das ist nicht das, was ich euch beibringen wollte heute, sondern ich wollte euch fünf Analysen zeigen, die funktionieren. Aber wie ihr diese umsetzt, wie ihr diese tatsächlich in euren Trading-Prozess integriert, welches Risiko- und Money-Management ihr da auch drauf aufbaut, das ist eben dann der nächste Schritt. Der ist absolut zentral. Aber die größte und wichtigste Erkenntnis in den letzten 22 Jahren an der Börse, die größte Erkenntnis, die mich eben dazu gebracht hat, 500 Millionen Euro in meinen Fonds zu verdienen, ist einfach die. Ich muss, und da gibt es kein Wenn und kein Aber, ich muss diese beiden Dinge voneinander trennen. Ich muss das analytische Objektive, also dieses Thema, da ist eine Handelsstrategie, so wie ich sie euch gerade vorgestellt habe, das muss ich zu 100% immer von diesem emotionalen Trading trennen. Denn der Trader ist immer emotional, der Trader ist immer subjektiv. Sobald ihr im Loss seid, feuern eure Neuronen, bitte lasst den Loss laufen, denn ich möchte wieder auf Pari rauskommen. Und umso stärker eure Analyse ist, umso stärker ihr von diesen Dingen überzeugt seid, umso größer ist hier der Widerspruch. Und da müsst ihr eben diese Dinge trennen. Also die wichtigste Erkenntnis für mich in meinem Trading-Prozess nach 22 Jahren ist, trennt die Analyse, überlegt euch vorher, was ihr macht und trennt das Trading. Und wie gesagt, ich habe 6 Monate an Euwax auch als Händler gearbeitet, über 300 Transaktionen am Tag. Ihr wisst am Abend nicht mehr, ob ihr 200 Mal Long und 100 Mal Short für den Kunden in den Zertifikaten wart oder ob ihr 300 Mal nur Long wart oder 300 Mal nur Short. Das spielt als Trader überhaupt keine Rolle, denn Trader ist immer jemand, der exekutiert. Und Analyst ist immer jemand, der auch Entscheidungen trifft, der langfristig die Märkte anguckt. Aber ihr müsst diese beiden Dinge trennen. Ihr müsst Analyse und Trading trennen. Und dann könnt ihr es schaffen, wirklich horrende Erträge am Markt zu erzielen, finanziell frei zu sein und da wirklich auch sehr, sehr gut zu traden und sehr viel Geld zu verdienen. Und ihr müsst euch auch als Manager sehen, ihr müsst euch als Controller sehen. Ihr müsst einfach auch verstehen, dass Trading wie jedes andere Geschäft auch da draußen etwas Erlernbares ist, dass es sicherlich nicht in einem Webinar mit 60 Minuten geht, sondern dass es eben auch einen bestimmten Prozess braucht, aber wie gesagt, wenn ihr mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, könnt ihr eben hier diesen Prozess auch für euch nutzen und dadurch eben sehr erfolgreich im Markt werden. Und dann habe ich die allerletzte Folie und dann habt ihr es auch geschafft. Wie könnt ihr jetzt von diesem Vortrag nachhaltig und gut profitieren? Und das Erste, worum ich euch bitten würde, ist, geht bitte völlig kostenlos auf meine Webseite www.andre-starke.de. Da gibt es keine Werbung drauf, da gibt es keinen Spam, da gibt es einmal im Monat eine profitable Handelsstrategie. Wie gesagt, 5 habe ich euch vorgestellt, 23 sind auf der Webseite. Das sind einfache Strategien, die kann man noch deutlich verbessern. Gibt dann auch in der Ausbildung noch sehr viele Hinweise, wie man die Strategien noch in sein Portfolio integrieren kann, wie man die Strategien auch miteinander kombinieren sollte, wie viel Hebel man einsetzen sollte, wie sie auch in ein Investmentportfolio passen, welche Dinge man dazu noch berücksichtigen muss, um die Performance weiter zu verbessern und, und. Das seht ihr im Newsletter nicht. Da seht ihr, wie gesagt, eine Handelsstrategie im Monat. Ihr kriegt eine E-Mail von mir, nicht mehr, nicht weniger. Ihr könnt euch jederzeit abmelden. Ihr kennt das ganze Thema. Geht auf die Webseite, da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden. Und dann schicke ich euch auch die Unterlage zu, dann schicke ich euch die FX-Hold-Strategie zu, dann schicke ich euch völlig kostenlos hier die Information. Das ist das eine, sehr einfach, sehr transparent. Wenn ihr sagt, hey, ich will mehr, ich will jetzt wirklich lernen, ich will jetzt nicht so enden wie die Franzosen, ich möchte jetzt wirklich mit einem ausgebildeten Portfolio-Manager, der in den letzten 10 Jahren nichts anderes gemacht hat als Börse. Ich habe keine Familie gegründet, ich habe kein Haus gebaut, ich habe noch nicht mein eigenes Auto gekauft. Ich habe die letzten 22 Jahre meines Lebens, jetzt mit 35, mich immer nur um das Thema Börse gekümmert. Ich habe es gern gemacht, aber jetzt ist eben auch ein Zeitpunkt, wo ich sage, hey, ich mache ein bisschen weniger, ich genieße die Erfolge, die ich gemacht habe, ich bin finanziell frei. Wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet aber von dem Portfolio Manager lernen, lade ich euch ein, besucht bei mir die Intensivausbildung Portfolio Management. Ich könnte jetzt viel erzählen, wie gut die Ausbildung ist, dass sie schon über 150 Leute abgeschlossen haben. Ich sage euch nur eins, geht mal auf BrokerDeal. Das ist die beste Ausbildung in Deutschland. Es gibt keine Ausbildung, die besser bewertet ist. Es gibt 90 Leute, die haben dankenswerterweise die Ausbildung gemacht und tatsächlich bewertet. Und jeder hat die mit 5 Sternen bewertet. Das zeichnet mich aus, das macht mich total stolz, setzt mich natürlich auch unter Druck, weil ich möchte natürlich hier das Niveau auch halten und eigentlich sogar nochmal verbessern. Aber ich sage euch eins, diese Ausbildung ist im deutschen Markt einmalig, die ist sehr gut strukturiert. Die habe ich jetzt schon 4-mal angeboten und werde sie dann auch ein 5. Mal anbieten. Was lernt ihr in der Ausbildung? Ganz kurz. Ihr lernt in 10 Live-Webinaren alles, was ihr zum Thema Trading, Investment und Portfolio-Management wissen solltet. Ihr lernt eine gute Theorie, aber ihr lernt auch sehr viel Praxis. Ich zeige euch sehr viele praktische Anwendungen. Wir machen ein bisschen Statistik, wir machen auch ein bisschen Portfolio-Theorie. Aber ich zeige euch über 20 Handelsstrategien, die ich teilweise auch nicht auf meiner Webseite veröffentlicht habe, die ich auch niemals veröffentlichen werde, weil die einfach noch mal besser sind als die Dinge, die ich euch heute vorgestellt habe. Es gibt eine Skype-Gruppe, es gibt ein regelmäßiges Trader-Treffen. Ich
Sporne die Leute auch an, dass sie sich untereinander austauschen, dass sie sich kennenlernen. Wir haben jetzt zum Beispiel in 2 Wochen ein Community-Treffen in Düsseldorf, an der Börse in Düsseldorf, wo über 50 Leute aus der Ausbildung zusammenkommen, sich austauschen, wo verschiedene Dozenten sind und wo wir das völlig kostenlos machen, also die Leute nur Übernachtungs- und Anreisekosten zahlen und ich alles entsprechend sponsore. Und dann fragt ihr euch natürlich, Mensch, was kostet diese tolle Ausbildung? Kleine Geschichte vorweg, wie gesagt, ich bin Hochschuldozent. Wenn ihr bei mir die Theorie lernt, als Master-Student, also am Ende ein Master of Finance macht, zahlt ihr für ein Semester an der privaten Hochschule 6.500 Euro. Das heißt, euer ganzes Studium kostet über 30.000 Euro. Dann bringe ich euch auch einen Teil der Theorie bei, die ihr hier so nebenbei lernt. Ihr lernt von mir aber keine profitablen Handelsstrategien kennen. Und ihr wisst mit dem Master in der Regel auch nichts mit eurem Leben anzufangen, außer irgendwo in der Finance-Branche zu arbeiten und euch irgendwelchen Strukturen unterzuordnen. Also, was kostet diese Ausbildung? Die ist bewusst fair bepreist. Die kostet im Originalpreis mit Mehrwertsteuer. Könnt ihr natürlich als Werbekosten auch ansetzen, weil es natürlich Weiterbildungsausgaben sind. Ihr kriegt dann entsprechend die Rechnung auch. Kostet 1.299 Euro. Ihr habt alle Aufzeichnungen. Ihr habt mittlerweile über 80 Stunden Webinarmaterial, was ihr dann von mir auch bekommt. Ihr habt verschiedene Bücher, die ich euch schenke. Wir haben eine Skype-Gruppe zusammen. Ihr habt ganz viel Material. Ihr werdet merken, ich mache viel zu viel. Ihr könnt mir 3 Monate jede Frage stellen. Es wird alles beantwortet und ihr könnt euch da entsprechend dann richtig austoben und 3 Monate sehr intensiv vom Portfolio Manager lernen. Aber nun ist es so, wir sind ja heute nicht zusammen und danke, dass ihr so lange auch durchhaltet, um jetzt hier Originalpreise zu vergeben. Und ich weiß, es ist bis zum 16.01. auch noch lange hin. Und klar, ihr könnt euch die 80 Stunden Aufzeichnung dann angucken, aber live macht immer am meisten Spaß, weil dann eben wie heute ja auch die meisten Fragen kommen und da eben auch am meisten Action passiert. Und was kostet es jetzt mit Rabatt? Und da kann ich euch sagen, ich habe mit Delson ausgehandelt, FX Flat war so nett und hat für die ersten 3 Anmeldungen, die mich online erreichen, einfach per E-Mail 300 Euro Rabatt gewährt. Also FX Flat hat hier 900 Euro in die Hand genommen und für die ersten 3 Leute, die mir an info@andre-stagge schreiben, hey, ich bin von dieser Ausbildung überzeugt, ich möchte die gerne machen, ich möchte also auch einer dieser 90 positiven Bewertungen sein, schreibt mir eine E-Mail an info@andre-stagge.de. mit verbindlicher Anmeldung und dann schicke ich euch alle Details zu, wie das mit der Überweisung läuft und dann erhaltet ihr die 300 Euro Rabatt. Das Angebot gilt nur bis heute Abend 24 Uhr, ist also zeitlich auch befristet. Wenn ich merke, jetzt kommen 5 oder 6 und ich sehe, der erste hat es hier gerade parallel schon gemacht, vielen Dank, ging aber jetzt sehr, sehr schnell, dann ist es auch so, dass ich nochmal mit Nelson sprechen kann, vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Rabatt, aber wie gesagt, die ersten 3 für diese Ausbildung bekommen von mir 300 Euro Rabatt. Das heißt, ihr zahlt inklusive Mehrwertsteuer 999 Euro. Und ihr könnt das Thema als Weiterbildungsausgabe auch ansetzen. Wie kommt ihr zu der Ausbildung, zu den Details, wenn ihr eben sagt, hey, reichen nicht die positiven Bewertungen, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr sehen, dann kann ich euch wieder meine Webseite empfehlen. Und ich stelle das einfach hier mal kurz auf den Chat und Nelson, wenn du so gut bist, das kurz zu teilen, das Spitzenklasse von dir. Ja. Und dann seht ihr eben, das ist der Link, den ihr auch in der Präsentation jetzt anwählen könnt, www.andre-stagge-pm. Oder wenn ihr auf der Startseite seid, einfach hier intensiv Ausbildung, Portfolio-Management. Und dann könnt ihr euch hier über diesen Button anmelden oder ihr könnt unten einfach mir eine E-Mail schreiben an info@andre-stagge.de. Ihr könnt das natürlich auch alles durchlesen. Ihr könnt hier die verschiedenen Feedbacks, Referenzen von mir euch angucken. Die Bewertung bei Brokerdeal mittlerweile 93 und die alte Ausbildung, die läuft langsam aus. Deswegen kommen gerade auch ein paar Bewertungen rein. Ihr könnt euch die alle in Ruhe angucken, durchlesen. Ihr seht genau, was hier geboten wird für Studenten, falls wir welche dabei haben oder auch Schüler. Gibt es 50% Rabatt, die kriegen die 300 Euro natürlich nicht, aber das ist mir auch sehr wichtig, eben weiterzubilden. Ihr seht, wir machen 20 profitable Handelsstrategien über 3 Monate, ihr lernt, wie das große Geld denkt und so weiter und so fort. Ihr seht, hier gibt es auch einige Expert Advisors zu den Strategien, die könnt ihr euch auch angucken. Das sind eben reale Depots, die hier über eine gewisse Zeit gehandelt wurden mit den Strategien, die ich euch vorgestellt habe. Und da seht ihr eben auch, dass die Dinge funktionieren. Ihr seht, so sieht das Video nachher aus und ihr seht auch, es sind 2 Stunden, also es ist jeden Mittwoch, wird die Ausbildung sein, beginnt am 16.01. jeweils für 2 Stunden. Aber ich kann euch auch versprechen, es gibt super Aufzeichnungen dazu. Ihr könnt euch jedes Webinar in Ruhe im Nachgang ansehen. Ihr könnt mir jede Frage stellen. Wir haben diese Skype-Gruppe und wir kommunizieren da wirklich super gut. Also wenn ihr Lust drauf habt, guckt euch das an. Wie gesagt, jetzt Ausbildung sichern oder wenn der Button bei euch nicht funktioniert, einfach kurz info@andre-stagge, kurzer Text. Lieber André, gerne würde ich mich für deine Ausbildung anmelden. Wie gesagt, eine Ausbildung ist schon da, ist schon verkauft. Wunderbar, vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, die Ausbildung zu machen, guckt es euch an. Ich kann es euch nur raten. Wie gesagt, hier die 93 Bewertungen, die sprechen auch für sich. Ihr könnt euch gerne die Bewertung auch in Ruhe durchlesen. Und ihr werdet sehen, das ist alles
mit Hand und Fuß. Und das ist mir einfach auch sehr wichtig. Ich mache es eben auch nicht für das Geld, sondern ich mache es einfach deswegen, weil ich ausbilden möchte, weil ich eben nicht möchte, dass wir im Trading so enden wie die Franzosen, weil ich eben möchte, dass wir unser Geld für uns arbeiten lassen. Und das wäre auch mein Schlusssatz, bevor wir vielleicht auf die letzten Fragen, falls es noch welche zu den Strategien oder auch zur Ausbildung geben sollte, eingehen. Mein Schlusssatz und meine große Bitte ist, ich sehe euch auch ein bisschen als Multiplikatoren fürs Trading, aber auch fürs Investment. Und meine Idee ist immer, hey, hört auf, nur für euer Geld zu arbeiten, sondern fangt bitte, bitte, bitte an, euer Geld hart für euch arbeiten zu lassen. Das könnt ihr mit Trading, das könnt ihr mit Investment. Und es muss gar nicht so stressig sein, wie es vielleicht beim einen oder anderen vorkommt. Da braucht ihr nur die richtigen Strategien, müsst ihr in die Praxis umsetzen. Und dann könnt ihr da wirklich langfristig sehr, sehr gute Erträge erzielen. Und dann seid ihr da auch entsprechend profitabel mit relativ wenig Zeitaufwand. Also wenn Fragen sind, sehr gerne. Ich habe Lust, ich habe Zeit. Und ihr merkt, ich mache das einfach gerne. Ich brenne dafür. Jeder, der in der Ausbildung ist, über den freue ich mich. Wie gesagt, zwei Plätze sind ja auch auf jeden Fall mit dem Rabatt noch dabei. Oder wenn ihr sagt, hey, ich will es vielleicht später entscheiden, könnt ihr natürlich auch jederzeit zum Originalpreis einsteigen. So, gibt es da noch Fragen von eurer Seite? Frage vom Alex, wie Martin Schulz, 100% Mann, sagt mir jetzt nichts. Ich könnte euch jetzt auch private Depots zeigen. Ich habe im Trading-Account dieses Jahr auch deutlich über 100%. Das mit einem fünfstelligen Account, der jetzt mittlerweile sechsstellig ist, mache ich aber bewusst nicht, weil das schafft auch falsche Erwartungen. Ich handle natürlich anders mit einer anderen Erfahrung als jemand, der vielleicht relativ frisch bei dem Thema ist. Ich könnte euch auch Investments-Accounts zeigen. Ich habe meine größte Strategie momentan, die ist MDAX gegen DAX. Die habe ich heute nicht vorgestellt. Das ist eine marktneutrale Strategie. Die hat jedes Jahr knapp 8% Rendite gemacht in den letzten 30 Jahren. Bei 3% Volatilität. Also schlägt den DAX um Faktor 5 bis 6. Und das ist eine super einfache Strategie. Ihr habt zwei Trades im Jahr, die ihr umsetzen müsst. Würde ich jedem Vermögensverwalter in Deutschland raten, würde ich jedem Investor raten. Aber wie gesagt, ich will hier keine falschen Erwartungen schaffen. Und ich finde es gut, dass du da auch Bewertungen abgibst, lieber Alex. Bewertungen sind eben für uns als Coaches und als Trainer auch wichtig in dem Markt. Wie gesagt, ich freue mich da über die 93 positiven Bewertungen. Ich bin mir sicher, da werden auch irgendwann mal negative kommen. Von der Konkurrenz kann auch gut damit leben. Aber es macht mir Spaß, auszubilden. Und wie gesagt, wenn ihr Lust dran habt, bei mir ausgebildet zu werden, wenn euch die 90 oder vielmehr die 80 Minuten heute Spaß gemacht haben, wenn ihr eben auch ein bisschen mehr in die Praxis reingehen wollt, wenn ihr eben bereit seid, auch 999 Euro zu investieren in eure Ausbildung, was ich jedem nur raten kann, weil wie gesagt, die Franzosen haben über 4 Jahre in Summe knapp 11.000 Euro verloren. Und wenn ihr richtig ausgebildet seid, passiert ihr das, passiert euch das nicht. Sind die Ausbildungen online? Genau, vielen Dank für die Frage, lieber Werner. Ja, die 10 Live-Webinare sind komplett online, auch über GoToWebinar. Ihr könnt die Aufzeichnung von jedem Webinar euch anschauen. Ihr habt das also 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Aber es gibt ein Trader-Treffen, wie jetzt eben auch in 2 Wochen in Düsseldorf. Das ist dann quasi ein Tag, wo 50, 60, 70, 80 Leute, je nachdem, wie viele in der Ausbildung sind, zusammenkommen und da entsprechend dann auch physisch sich treffen, wo verschiedene Vorträge auch gehalten werden. Also jetzt in Düsseldorf ist zum Beispiel auch der Margot Lüdemann mit dabei, hält einen Vortrag. Es wird was zum Thema Optionen besprochen. Wir werden was zum Thema Handelsstrategien und Automatisierung besprechen. Und es wird ein ganz spannender Tag. Wir werden auch ein Live-Coaching machen und, und. Das ist sogar nochmal kostenlos in diesem Preis mit inbegriffen. Aber die eigentliche Ausbildung ist komplett online, hat natürlich auch den Charme, keine Reisekosten. Und ihr habt alles jederzeit zu eurer Verfügung. Und was ich auch noch sagen kann, die Ausbildung ist so strukturiert, wenn ihr die Ausbildung gemacht habt und ihr habt jetzt vielleicht mal 2 Live-Webinare verpasst, dann könnt ihr euch die Ausbildung immer wieder kostenlos anschauen. Also wir haben Leute drin, die haben jetzt die Ausbildung 4-mal hintereinander gemacht, wo ich mich auch frage, Mensch, warum bist du 4-mal hintereinander bei jedem Webinar? Das freut mich natürlich. Aber die Leute haben dann immer wieder Fragen gestellt, haben immer wieder die Live-Exemplare sich angeguckt. Ich sage dann natürlich auch viele Geschäfte an, bevor ich sie mache, zeige euch dann eben auch, wie ich die Dinge am Markt umsetze. Und da könnt ihr eben kostenlos auch die Ausbildung jederzeit wiederholen. Also absolut fairer Deal und ich freue mich, wenn da noch ein paar Leute reinkommen. Also bis jetzt hat sich einer angemeldet, nach wie vor vielen Dank. Wenn da noch ein zweiter oder ein dritter kommt, kriegt er auf jeden Fall diese 300 Euro Rabatt. Gilt bis heute Abend, ihr könnt es euch in Ruhe angucken. Wichtig ist nur, dass ihr eine Entscheidung trefft. Ihr kennt das, 72-Stunden-Regel. Alles, was ihr auf die lange Bank schiebt, das wird in der Regel nie erledigt. Wenn ihr sagt, hey, ihr seid vielleicht mit euren Trading-Ergebnissen nicht zu 100% zufrieden, hier habt ihr die Möglichkeit mit einem Portfolio-Manager, der in seine eigene Ausbildung weit über 50.000 Euro oder auch Dollar investiert hat, weil ich sehr viel bei amerikanischen Coaches war, beim Brad Steenberger, beim Fantab, der ein CFA hat, der ein Studium in dem Bereich hat, der Portfolio-Manager ist und, der selber halt viele Milliarden gemanagt hat.
dann nutzt die Chance. Mehr Werbung kann ich dafür wirklich nicht machen. Jetzt ist die Entscheidung bei euch. Wenn es keine Fragen mehr gibt, gerne auch zu den Strategien, dann würde ich das Webinar hier beschließen, beziehungsweise würde Nelson nochmal das Wort geben, wenn er noch letzte Worte hat, und werde meinen Schlusssatz nochmal kurz wiederholen und euch die letzte Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wie gesagt, bitte, bitte, bitte arbeitet nicht nur für euer Geld, so wie es 90% aller Deutschen tun und sich wundern, dass die Kohle dann im Alter nicht reicht, sondern lasst bitte euer Geld für euch arbeiten, weil das ist mit relativ wenig Stress relativ einfach möglich, wenn ihr zwei, drei Dinge wisst von den richtigen Dingen, die funktionieren, und genau die Dinge lernt ihr bei mir in der Ausbildung. Damit vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr trotz der guten Temperaturen so lange durchgehalten habt, und euch viel Erfolg an der Börse. Ja, vielen Dank, André. Du hast alles Wichtige schon gesagt. Super Webinar heute. Auf jeden Fall eine gelungene Premiere hier mit uns. Freut mich sehr. Auch danke an die Teilnehmer natürlich für das aktive Mitmachen und auch die Fragestellung. So muss auch ein Webinar sein, damit es auch Spaß macht, auch für den Referenten. Und die Aufzeichnung kommt natürlich wie immer so schnell wie möglich online. Hat bis jetzt ganz gut geklappt, also sollte auch die Konvertierung später funktionieren. Danke nochmal, André. Aber wir bleiben ja sowieso in Kontakt und können sicherlich dann weitere Webinare vielleicht zusammen planen. Ich glaube, das Interesse ist definitiv da. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend noch und noch viel Erfolg dieser Woche. Wie immer passen Sie auf Ihre Positionen auf, und ja, bis zum nächsten Webinar. Tschüss zusammen. Vielen Dank.